Guten Abend. Die Buddha-Akademie zum dritten Jahrtausend begrüßt Sie zur heutigen Vorlesung in der Vorlesungsreihe Iconic Turn, die wir zusammen mit dem Humanwissenschaftlichen Zentrum der Universität München durchführen. Es geht in der heutigen Vorlesung um Stadt und Architektur. Und für den einen oder anderen von Ihnen mag sich das nicht sofort erschließen, was beide mit dem Thema Iconic Turn und dem Thema Bild zu tun haben. Bei Architektur denkt man ja normalerweise an Statik, Raum, Hülle, Fassade und nicht so sehr an ein Bild. Und den Begriff Stadt assoziieren wir mit Verdichtung, Verkehrsführung, allenfalls noch Lebensqualität, aber doch wohl auch kaum mit Bild. Architektur ist aber viel mehr als Raum, Hülle und Fassade. Es ist wie Sprache, Musik, Kunst, Film und andere Medien, die wir uns geschaffen haben, um unsere Kreativität auszudrücken, mentales Symbol. Ein Bild, das Vorstellungen beinhaltet und materialisiert, die zuvor im Kopf des Architekten entstanden sind. Wie andere Medien ist auch die Architektur in der Lage, Gefühle zu erzeugen und Menschen in gute oder schlechte Stimmungen zu versetzen. Ein kleines Beispiel: der barocke Kirchenraum hat, indem er den Himmel in die Kirche geholt hat, die Gläubigen näher an das himmlische Geschehen herangeführt und dadurch vermutlich ihre Stimmung positiv beeinflusst. Dagegen vermittelt eine nationalsozialistische Architektur mit ihren überdimensionierten Fluren, wie sie sich etwa im Gebäude des Bayerischen Wirtschaftsministeriums findet, den Eindruck von eigener Kleinheit und Bedeutungslosigkeit und macht vermutlich keine besonders guten Gefühle. Architektur war von jeher ein bestimmendes Element im Bild der Stadt, das ihr ein Gesicht gab und sie strukturierte. Wenn wir nur an all die großartigen Plätze in Italien, Paris oder London und anderen Städten denken. Ein Beispiel für eine am Reißbrett entworfene großartige Vision einer Stadt, die sich als Bild in unseren Köpfen festgesetzt hat, ist Paris, wo Baron Haussmann im 19. Jahrhundert seinen Willen zur Größe demonstrierte und durchsetzte und eine ganz neue Stadt entstehen ließ. Das ist das Bild von Paris, was wir heute im Kopf haben. Auch in der Gegenwart, wo man oft den Eindruck hat, Architektur habe zur Stadtentwicklung nichts mehr beizutragen, gibt es Solitäre, die das durchaus tun. Ein solcher Solitär ist die Pinakothek der Moderne von Stefan Braunfels. Das Gebäude setzt an dieser Stelle der Stadt einen prägnanten Akzent, eben ein Bild. Was aber fast noch wichtiger ist, das Museum ist von seiner Anlage her ein wirklich kommunikativer Ort. Ein Ort, der gut ist für die Kunst, aber vor allem auch ein Ort, der gut ist für die Besucher, was durchaus nicht so selbstverständlich ist. Dass das gelungen ist, hat mit Sicherheit entscheidend dazu beigetragen, dass das Museum sofort vom Publikum angenommen und zu einem Magneten wurde. Ich freue mich sehr, dass Stefan Braunfels unsere Einladung angenommen hat und heute Abend zu uns über die Beziehung von Stadt und Architektur sprechen wird. Der Moderator des heutigen Abends ist Wolfgang Jean Stock. Er war unter anderem Direktor des Münchner Kunstvereins und Chefredakteur der Zeitschrift Baumeister. Den meisten von Ihnen ist er aber vermutlich besser bekannt durch seine klugen Architekturartikel in der Süddeutschen Zeitung. Er hat auch eine Reihe von Büchern veröffentlicht und eines, was ich nicht gelesen habe, würde mich besonders interessieren: Architektur und Demokratie. Ein spannender Titel, finde ich. Ich möchte noch ein paar technische Anmerkungen zum Schluss machen. Wer mehr Informationen über die Vorlesungsreihe oder zu den sich daran anschließenden Workshops möchte, findet dieses alles unter www.iconicturn.de. Die Vorlesung wird vom Fraunhofer Institut für Medienkommunikation in eine Reihe anderer Universitäten gestreamt und auf der Internetplattform netzspannung.org archiviert. Am Saxophon hören Sie auch weiter noch heute Abend am Schluss heute Florian Riedl
Und im Anschluss laden wir Sie wie immer in den Lichthof zu einem Glas Wein ein. Ich darf jetzt Herrn Stock bitten. Zunächst, Frau Dr. Mahr, herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung. Auch wenn in München noch gar nichts gebaut hätte, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch dann hätte Stefan Braunfels in unserem Stadtbild eine wichtige Spur seines Tuns hinterlassen. Nicht wenige von Ihnen vermutlich werden sich noch erinnern können. Keine 20 Jahre ist es her, da trat ein damals ebenso junger wie noch unbekannter Münchner Architekt auf und wagte es, ein prominentes Bauvorhaben auf radikale Weise in Frage zu stellen. Völlig unerhört war nicht nur, dass Braunfels ein Renommierprojekt des bayerischen Staates kritisierte. Das besonders für die Amtsträger geradezu Ungehörige bestand vor allem darin, dass dieses von ihm angefochtene Vorhaben bereits alle Stufen eines ordentlichen Architekturwettbewerbs absolviert hatte. Auch die Münchner Öffentlichkeit fiel damals aus allen Wolken und das war nur gut so. An der hiesigen Technischen Universität ausgebildet, hatte sich Braunfels nämlich nicht von dem regelkonform verlaufenden Verfahren blenden lassen. Das Ergebnis dieses Wettbewerbs wollte er nicht hinnehmen. Jenes ursprüngliche Monstrum von Staatskanzlei, das den Hofgarten mit zwei langen Riegeln buchstäblich in die Zange genommen hätte. Braunfels übte freilich nicht nur Kritik. Ohne Auftrag entwarf er zugleich eine Alternative. Nicht das riesige Gebäude für eine Behörde, sondern Museen für die Kunst der Gegenwart sollten beidseits des historischen Kuppelbaus zu stehen kommen. Auf diese Weise trat Braunfels eine Lawine los. Die rasch wachsende Bürgerbewegung gegen die Staatskanzlei wurde schließlich zur größten Demonstration zivilen Ungehorsams, die München nach 1945 erlebt hat. Nun blieb jener postmodern aufgenudelte Verwaltungskoloss unserer Münchner Stadt ja leider nur zum Teil erspart. Dass aber wenigstens der Hofgarten fast unversehrt geblieben ist, dies wäre ohne die mutige Initiative von Stefan Braunfels nicht möglich gewesen. Dafür gilt ihm auch heute Abend nochmals unser herzlicher Dank. Beifall ist nicht verboten. Und eben deshalb muss man es im Nachhinein als beschämend bezeichnen, wie wenig sein Mut von der ortsansässigen Architektenschaft honoriert wurde. Gerade etliche seiner Kollegen versuchten Braunfels beharrlich auszubremsen. Unter Berufung auf die Standesregeln sprachen ihm der einen schlicht das Recht zur Kritik ab. Andere Höflinge erwarteten wohl, dass durch ein weniger offensives Vorgehen dem seinerzeitigen Staatskanzleichef Edmund Stoiber doch noch ein Lichtlein aufgehen könnte. Wie dem auch war, obwohl doch er den Anstoß zur Rettung des Hofgartens gegeben hatte, musste sich Braunfels über Jahre hinweg in Fachkreisen gegen das Odium eines sogenannten Wichtigtuers zur Wehr setzen. Dieser Rückblick, meine Damen und Herren, auf eine der zweifellos wichtigsten architekturpolitischen Auseinandersetzungen in der deutschen Nachkriegsgeschichte soll zweierlei zeigen. Zum einen, wie ernst es Braunfels schon damals mit dem Thema war, das heute Abend verhandelt wird. Die europäische Stadt und die moderne Architektur. Und zum anderen, dass er auch kein persönliches, berufliches Risiko gescheut hat, wenn es um Kernfragen städtebaulicher Qualität ging und auch weiterhin geht. Glücklicherweise sind etliche von Braunfels Planungen keine bloßen Visionen auf Papier geblieben.
Aus der Vielzahl seiner Projekte will ich zur Einführung zwei herausgreifen, die mir besonders wichtig sind. Und auch diese Bauten werden im anschließenden Vortrag noch in Bildern vorgestellt. In den letzten Jahren habe ich zahlreiche neue Museen kennenlernen können, von Stephen Holls Museum moderner Kunst in Helsinki über die Sammlung Beierler von Renzo Piano in Basel bis hin zum Wiener Museumsquartier von Ortner und Ortner. Gerade deshalb ist mir die Pinakothek der Moderne das liebste Museum. Ja, warum nur? Ganz einfach. Hier nämlich hat der Architekt keine sogenannte Selbstverwirklichung geübt, sondern Räume geschaffen, welche die Kunst zur Geltung kommen lassen. Braunfels ist es damit gelungen, den scheinbaren Gegensatz von Funktion und Fantasie in einem selbstbewussten Bauwerk aufzulösen. Damit hat er eine überzeugende Gegenposition zu jenen bekannten Architekten formuliert, die ihre Museumsprojekte derart knautschen und kneten, bis eine medienkompatible Schnellsensation herauskommt. Diese Leistung von Braunfels ist auch jenseits des Atlantiks erkannt und gewürdigt worden. Lassen Sie mich auszugsweise zitieren, was die Zeitschrift The New Yorker im Januar dieses Jahres aus der Feder eines ausdrücklichen Kunstliebhabers veröffentlicht hat. Dort heißt es: Die neue Pinakothek der Moderne in München ist ein Museum, das mit Tatkraft dafür entworfen wurde, die Kunst erleben zu können. Im Inneren ist es ein Traum von freien, proportionierten, schattenfreien und ganz hellen Galerien, die von einer luftigen, dreigeschossigen Rotunde abzweigen. Schließlich das Fazit des Autors: Diese Moderne ist ein großer Erfolg. Die gleiche Haltung, meine Damen und Herren, prägt Braunfels zweiten Großbau, das Paul-Löbe-Haus in Berlin, das der Arbeit des Bundestages und seiner Ausschüsse gewidmet ist. Städtebaulich behauptet es sich großartig, sowohl gegenüber dem aufgefrischten Reichstagsgebäude als auch im Vergleich zum neuen Bundeskanzleramt, dessen expressiv durchgestaltete Schmalseiten etwas von Staatstheater anklingen lassen. Braunfels hingegen hat ein auf den ersten Blick nüchternes Gebäude geschaffen, das sich aber im Inneren offenbart. Rückgrat und Herzstück des langen bis unmittelbar an die Spree reichenden Baukörpers ist ein großzügiger Luftraum, den man in Anlehnung an ein Wort von Günter Behnisch als Werkhalle der Demokratie bezeichnen könnte. In diesem würdevoll monumentalen Raum, der auch gesellschaftlichen Veranstaltungen dienen kann, in ihm kommt, so meine ich, die sogenannte Berliner Republik überaus angemessen zum Ausdruck. Meine Damen und Herren, damit möchte ich meine kleine Einleitung schließen. Freuen wir uns auf den Vortrag von Stefan Braunfels, der an seinem Thema entlang auch seine städtebaulichen Großprojekte für Dresden und Berlin präsentieren wird. Herr Braunfels, Sie haben jetzt das Wort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute Abend vor Ihnen sprechen zu dürfen über ein großes Thema, die europäische Stadt und ihren merkwürdigerweise antagonistischen Gegenpol, die moderne Architektur. Und da es ein großes Thema ist, wird es auch ein etwas längerer Vortrag. Ich hoffe, dass Sie es durchstehen. Ich bitte, das Licht auszumachen und die ersten Dias kommen. Ich drücke auf den... Die Strahler müssten alle ausgemacht werden, sonst kann man die Dias nicht sehen. Ich bin in der Mitte des 20. Jahrhunderts geboren worden, ganz genau, 1950. Und bin aufgewachsen in diesen Konflikt hineingewachsen, weil mein Vater mit mir von Kindheit an regelmäßig in die Toskana reiste. Er selbst ist fast ganz in Florenz aufgewachsen und ich sozusagen in den toskanischen Städten, im ersten Höhepunkt und vielleicht
dem größten Höhepunkt europäischer Stadtbaukunst, meine eigentlich geistige städtebauliche architektonische Heimat fand. Jeden Sommer reisten wir dorthin und die toskanischen Städte kenne ich eigentlich besser als jede andere Stadt in Deutschland. Aber mein Vater war auch sehr interessiert an moderner Architektur. Er war Hochschullehrer in Aachen und als 1955 Le Corbusier seine wunderbare Kapelle in Ronchamp vollendete, fuhr er gleich darauf, ich weiß nicht mehr, ob es 56 oder 57 war, also ich war 6 oder 7 Jahre alt, mit mir dorthin. Was ist jetzt los? Wieso ist das plötzlich weg, wo ich davon rede? Was soll ich jetzt machen? Entschuldigen Sie, aber ich mit der Technik bin ich hier nicht so links, rechts. Es kommt nichts. Mein Herr da oben, können Sie das irgendwie, wenn ein Bild plötzlich weg ist, bin ich aufgeschmissen. Nee. Also es tut mir schrecklich leid. Wir haben das vorhin geprobt und das ging wunderbar. Vielleicht ist es nur am Anfang so. Hoffe ich. Der rechte Vor geht nicht. Oh, was ist jetzt? Also die Generalprobe ging zu gut, das ist immer ein Fehler. Wenn bei der Generalprobe alles klappt, dann klappt es bei der Vorführung nicht. Es tut mir schrecklich leid, aber irgendwie geht der rechte Diaprojektor nicht. Da kommt auch gar kein Licht. Ist da der Strom ausgefallen? Also der Projektor muss ausgewechselt werden. Der ist offenbar, der hat das Leben ausgehaucht, gerade vor Schreck vor Le Corbusier. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als ich mit 6 oder 7 Jahren vor dieser wunderbaren Kapelle stand, war ich so begeistert, so erschüttert, dass ich beschloss, ich möchte Architekt werden. Und natürlich habe ich gehofft, von dann an irgendwann auch einmal ein solches Gebäude zu bauen. Das ist mir bis heute nicht gelungen. Ich habe noch keine Kirche gebaut, dafür einige Museen. Aber was dieses Gebäude ausgelöst hat in mir, die Begeisterung für die moderne Architektur, stand fortan in einem ständigen Gewissenskonflikt mit der Zerstörung der europäischen Stadt. Denn in der gleichen Zeit, in den 50er, 60er Jahren, erlebte ich, anfangs noch nicht so bewusst, aber immer bewusster in den 60er Jahren und dann in den 70er Jahren vor allem, wie die deutschen Städte durch den Wiederaufbau eigentlich fast noch mehr zerstört wurden als durch den Zweiten Weltkrieg. Dass die moderne Architektur, die so wunderbare Einzelbauwerke hervorbrachte, im 20. Jahrhundert sind vielleicht mehr besondere Einzelbauwerke entstanden als in vielen anderen Jahrhunderten, hat gleichzeitig eines der größten, höchsten Kulturgüter, eines der differenziertesten und gewaltigsten Geistes- und Werkleistungen der Menschheit, die europäische Stadt, zerstört.
Diese Zerstörung war fortschreitend nach dem Zweiten Weltkrieg immer intensiver, aber sie war lange vor dem Zweiten Weltkrieg vorbereitet. Das Bauhaus Corbusier, sie hatten Pläne gemacht, wie man die großen europäischen Städte abreißt, um neue, schönere Städte zu bauen. Und als dann der Zweite Weltkrieg tatsächlich, vor allem in Deutschland, die Städte zum Teil völlig zerstörte, war der Boden sozusagen geebnet dafür, dass man dann im Wiederaufbau diese Ideologien verfolgte und im Wiederaufbau eben die Städte ein zweites Mal und noch nachhaltiger zerstörte, als der Krieg es konnte. Und für mich als Liebhaber der toskanischen Städte und wachsender Liebhaber der modernen Architektur schien es immer schwieriger zu werden, wie kann ich Architekt werden, wie kann ich in diese Zeit hinein noch bauen, wo die Architektur immer zerstörerischer, immer brutaler wird. Und so wurde nach und nach und vor allem in den letzten Jahrzehnten dieses Thema zu meinem Lebensthema. Und ich möchte Ihnen heute Abend berichten über einige Hauptwerke auf dem Weg. Ich bin jetzt sozusagen 50 Jahre älter und stehe, denke ich mal, in der Mitte meines Berufslebens und ich bin noch lange nicht am Ziel angelangt. Aber das Thema der europäischen Stadt und der modernen Architektur wurde eigentlich mein Thema, an dem ich immer weiter arbeiten möchte. Und ausgelöst wurde dies eben durch Le Corbusier und durch Florenz. Dresden war vielleicht die schönste deutsche Stadt, bevor sie die zerstörteste deutsche Stadt wurde. Das Bild von Dresden, welches sich bis zum Zweiten Weltkrieg, bis zu dieser furchtbaren Bombennacht am Ende, ganz am Ende im März 1945 allen einprägte, war schon lange vorher durch berühmte Bilder von Bellotto weltberühmt. Und es hatte sich über Jahrhunderte eigentlich nichts wirklich verändert, nur weiterentwickelt. Dann kam die Bombennacht und einer der großartigsten Dome, der großartigste Dom nördlich der Alpen, sozusagen der protestantische Dom, die Frauenkirche, fiel in einer Nacht zusammen. Sicher eines der eindrucksvollsten Ruinen, die man sich vorstellen kann. Und als ich 1990 zum ersten Mal vor dieser Ruine stand, war ich wieder so erschüttert von diesem Bild, dass ich damals eigentlich dagegen war, die Frauenkirche wieder aufzubauen. Ich dachte, ein so eindrucksvolles Mahnmal gegen den Krieg gibt es sonst nicht mehr. Aus städtebaulichen Gründen, aus Gründen, die man den Dresdnern glauben muss, hat man die Frauenkirche begonnen wieder aufzubauen und sie wird ja schneller als erwartet in 2 Jahren fertig sein. Und sie ist das Hoffnungszeichen für die Dresdner, dass ihre zerstörte Stadt nicht nur an dieser Stelle, sondern insgesamt wieder aufgebaut wird. Diese Stadt, die einmal die dichtest bebaute in Deutschland war, das Elbflorenz, eine Stadt, in der Stadt und Landschaft in einzigartiger Weise verbunden waren, in der die Elbwiesen bis ins Zentrum der Stadt hineinreichten, wo dann das großartigste Bauensemble, was es in Deutschland gibt, Gott sei Dank steht es wieder, dann das Zentrum bildet, war völlig zerstört. Und nach dieser Zerstörung hat man aber dann die Bürgerstadt komplett niedergemacht. Die großen Bauwerke, die monumentalen Bauwerke wurden mit Ausnahme der Frauenkirche ja schon in der DDR begonnen wieder aufzubauen. Aber die Bürgerstadt wurde radikal eliminiert. Man stand plötzlich vor einer Stadt, die nur noch aus Schafsweiden bestand. Nur die alten Straßen, die hat man erhalten. Und diese alten Straßen sind heute noch erhalten. Allerdings hat man dann begonnen nachzudenken, wie man ein neues Dresden baut. Und das neue Dresden war nun ganz nach den Idealvorstellungen, wie man sie kannte, aus der Vorkriegszeit. Le Corbusiers Plan für ein neues Paris war so unmittelbar Vorbild, dass es fast schon rührend ist. Wenn Sie sehen den Blick vom Altmarkt hinaus auf die Hügel um Dresden, so sehen Sie das Bild Le Corbusiers vom neuen Paris. Und so, was entstand dann daraus?
Das war Dresden, wie ich es kennenlernte 1990, als ich nach der Öffnung der Mauer dort eingeladen war, einen Idealplan für Dresden zu entwerfen, was mich natürlich ungeheuer faszinierte. Und mir schien von Anfang an das Wichtigste in dieser Stadt zu sein, diese ungeheure Ödnis, diese ungeheuren breiten, riesigen Autoschneisen, diese gigantischen Brachen, die Kriegszerstörung, Abbruch und Verkehrsausbau. Es waren enorme Straßen, wie wir sie in Westdeutschland überhaupt nicht kannten, auf denen nur ein paar Trabis rumfuhren. Man konnte es sich eigentlich gar nicht vorstellen, diese enormen Brachen wieder zurückzubauen und dieser einstmals dichtesten bebauten Stadt wieder ein Rückgrat zu geben. Das Rückgrat für diese Stadt, so schien mir, konnte nur eine große Ringstraße sein, die das Herz, die Altstadt wieder fasste und die Vorstädte, die so fürchterlich durch riesige Scheiben verstellt waren, wieder zu einem richtigen städtischen Leben an die Stadt heranführten. Die Ringstraße war deshalb das Hauptthema meines Leitbildsentwurfs für den Wiederaufbau von Dresden, für den ich dann ein Jahr später beauftragt wurde. Ich hatte übrigens einen Vorgänger in Dresden, der schon einmal 200 Jahre früher eine Ringstraße vorschlug. Er kam auch aus München und Dresden war damals das erste Mal zerstört worden. Nicht so schlimm wie im Zweiten Weltkrieg, sondern aber immerhin in großen Teilen von Friedrich dem Großen. Und der Architekt, der nach Dresden kam, um einen Wiederaufbauplan zu machen, war Cuvier. Und er schlug vor, nach Pariser Vorbild die Bastionen niederzureißen und einen großen Ringboulevard um die Stadt zu legen. Der Cuvier-Plan ist nie realisiert worden und die Bastionen hatten sich unter der Erde, unter den Zerstörungen noch erhalten. Und so war mein Vorschlag, die Kanten der Bastionen zu nehmen, die Bastionen wieder auszugraben und um die Bastionen herum nun einen großen Boulevard zu legen, den Sie sich etwa so vorstellen müssen wie die Düsseldorfer Kö, also mit 85 Meter Breite, breiten Alleereien und einem grünen Wassergraben. Denn seinerzeit war um die Altstadt herum so ein Graben gewesen. Die Bastionen sind alle noch erhalten. Und mir schien es einfach die wichtigste Aufgabe, am Anfang ein Rückgrat zu bilden, was nicht aus Gebäuden besteht. Was hätte man schon vorschlagen können, bauen sollen? Kaufhäuser, Bürogebäude bilden noch keine Stadt, sondern eine dieser grünsten Stadt Deutschlands, ein grünes Rückgrat zu geben, einen riesigen Ringboulevard, von dem aus sich dann die ganzen anderen Beziehungen entwickeln würden. Die Ringstraßen sind ein Hauptthema der europäischen Stadt und wir werden heute immer wieder darauf zurückkommen. So bildete sich dann im weiteren Leitbildentwurf um diese Ringstraßen weitere Ringe, die schon das 19. Jahrhundert angelegt hatten. Aber es hinzukam nun eine Verdichtung dieser Stadt wieder. Diese Stadt, die mal die dichtest bebaute war, die nun völlig niederrasiert war und dann mit Scheiben und Plattenbauten nur sehr, sehr schütter und locker aufgefüllt waren, konnten nun durch Einfügungen von wieder schließenden Teilen wieder verdichtet werden, sodass die alten Achsen und Beziehungen wieder hervortraten. Dabei ging es mir überhaupt nicht darum, die Stadt so wie sie war völlig zu rekonstruieren. Schon die Ringstraße war in dieser Form ja nie realisiert worden. Aber es ging mir darum, auch Sicht- und Sinnbeziehungen, die nicht realisiert wurden, die versucht wurden oder vergessen wurden, herauszuholen. Und so war für mich eines der wichtigsten Ansatzpunkte neben der Ringstraße das Thema, wie komme ich in die Stadt hinein. Die Elbseite, die Schauseite der Stadt, dieses Bild kennen wir alle, die hatte man schon begonnen wieder aufzubauen. Und diese Schokoladenseite von Dresden ist heute, wenn die Kuppel der Frauenkirche erstmal wieder steht, fast genauso wieder erhalten wie vor 1945. Aber die übrige Stadt, die Bürgerstadt, war völlig ausgerottet worden. Und wenn man vom Bahnhof kam, kam man in eine große Wüste. Und so fand ich es ganz wichtig, vom Bahnhof aus die Stadt wieder zu gestalten und vom Bahnhof aus Achsen in die Stadt zu führen, die zwar angelegt, aber nie richtig vollendet waren. Dieses Entree des Bahnhofs ist nun in Dresden ein ganz spezielles, denn der Bahnhof ist ein spezieller. Er ist gleichzeitig Durchgangsbahnhof und Kopfbahnhof, eine ganz außergewöhnliche Lösung, hat also zwei Fassaden. Der Kopfbahnhof führt sozusagen nur die Strecke Dresden-Berlin. Man fuhr, so berichtete mir
kürzlich Axel Schultes. Seine Eltern machten es noch früher von Dresden abends in die Semperoper und nachts von Berlin nach Dresden in die Semperoper und nachts wieder nach Berlin zurück. Da müssen die Züge viel schneller gefahren sein als heute. Und die Durchgangsstrecke ging dann nach Prag weiter. Das Merkwürdige, diese doppelköpfige Form des Bahnhofs, regte mich an, einen verkanteten Dreiecksplatz zu machen, bei dem diese Lösung wieder sichtbar wird. Das Wichtigere aber war, dass nun von diesem Dreiecksplatz aus diese drei Strahlen zu den wichtigsten Plätzen der Stadt führen, zum Georgplatz, in die Mittelachse zum Altmarkt und rechts herüber, also hier zum Postplatz, Entschuldigung, zum Altmarkt und rechts herüber zum Georgplatz und weiter vor zum Pirnaischen Platz. Eine Lösung also, wie sie etwa bei der Gestaltung Roms gefunden wurde, von der Piazza del Popolo aus, die ganze Stadt mit drei großen Achsen eröffnet und strukturiert. Einen dieser Plätze konnte ich dann planen, da habe ich den Wettbewerb gewonnen, und zwar den Georgplatz. Der Georgplatz ist dieses Areal um das Rathaus herum, was sich heute, übrigens 10 Jahre nach diesem Wettbewerb, immer noch so darstellt. Die Situation ist besonders spannend, weil der Georgplatz ein Gelenk darstellt zwischen der Altstadt und der Linnäischen Bürgerwiese, die dann in den großen Garten führt einerseits, und zwischen der Einkaufsstraße, der Prager Straße und dem Robotron-Gelände, was nun wieder ein dicht bebautes innerstädtisches City-Quartier werden sollte andererseits. Und so schlug ich vor, zwischen diesen vier verschiedenen Charakteren von Stadtteilen eine riesige Oase der Ruhe zu schaffen, einen leeren Platz. Wenn Sie wollen, war es eine Weiterentwicklung meines Entwurfs des Marienhofs in München. Aber dabei war mir ganz wichtig, dass die Form dieses Platzes nur nicht die alten gründerzeitlichen Strukturen Dresdens wieder aufbaute, auch keine Barocke. Die Dresdner hätten natürlich am liebsten ihr Dresden ganz im Sinne August des Starken wieder aufgebaut, sondern ganz bewusst auf die Dresdner Traditionen der Moderne zurückgreift. Und das ist in Dresden allen voran Tessenow gewesen. Tessenow hatte eine wunderbare Landesschule in Klotzsche gebaut, und seine charakteristischen, ganz schlanken, dünnen Stützen waren für mich so der Inbegriff der Dresdner Moderne, und so ist der Georgsplatz eine Erinnerung an Tessenows leider fast völlig zerstörte Landesschule in Klotzsche geworden. Aber wichtiger noch als die Form des Platzes und sind die Beziehungen, die die Plätze und die Räume und die Baukörper miteinander haben. Wie in Rom von der Piazza del Popolo aus die drei Strahlen die wichtigsten Kirchen miteinander optisch verbinden, so schlug ich vor, sollten in Dresden wieder die alten Sichtachsen wiederhergestellt werden. Die große Allee, die Herkulesallee aus dem großen Garten, sie sollte wieder auf den Schlossturm führen. Und die Pirnaische Gasse wieder auf die Frauenkirche. Man hatte das völlig vergessen, und diese Achsen waren überbaut worden in der DDR, denn es gab keinen Schlossturm mehr und es gab keine Frauentürme mehr. Ich selbst erlebte, wie der Schlossturm wieder aufgebaut wurde, und plötzlich hatte die alte Herkulesallee wieder einen Sinn. Und bald wird die Frauenkirche stehen, und dann wird man auch den Feldweg von Pirna durch die Wiesen und den großen Garten in die Stadt wieder verstehen, und ich hoffe doch ganz selbstverständlich diese Achsen wieder errichten und wieder bauen. Denn das Hauptthema neben den Ringen sind die Achsen und die Sinn- und Blickbeziehungen, sodass die Stadt wieder ein Gefüge wird. Ein Gefüge, wie es zum Beispiel Christopher Wren für London vorschlug, nach dem großen Brand 1666. Und Sie wissen, dass London so leider dann nicht wieder aufgebaut worden ist, weshalb man sich heute in London noch immer sehr viel schwerer orientieren kann als zum Beispiel in Paris. Das war das erste Kapitel über Dresden. Wir kommen zu München. Auch in München, jetzt das rechte Bild, auch in München ist die Ringstraße oder die versäumte Ringstraße das größte Problem der Nachkriegszeit geworden im Städtebau. Im 16. Jahrhundert hat man für München einen Idealplan geschaffen, den wenige kennen und der ganz unglaublich ist. Ähnlich wie der Plan von Filarete für eine Idealstadt hat man tatsächlich versucht, München zu einer Idealstadt der Renaissance zu gestalten, zumindest in diesem Plan.
Der Gedanke war, die mittelalterliche Stadt zu einem idealen Bastionsring auszubauen, sodass die Sumpfgebiete zur Isar hin, also das heutige Lehl, trockengelegt würden, die Stadt erweitert würde bis an die Isar, das Isarwasser um die ganze Stadt herumgeführt wird und gegenüber der Brücke, der die Stadt ihre Gründung verdankt, dem einzigen Hügel, von dem aus, von der Isarhochkante aus, die Stadt gefährdet war, beschossen werden konnte, eine Fortifikation zu bauen. Leider hat man diesen Plan nicht realisiert, wie Sie wissen, mit schweren Folgen für die Stadt. Links noch einmal eine Skizze von mir, wo Sie sehen, die mittelalterliche Stadt, da ganz leicht die Bastion, die man dann später gebaut hat, ängstlich an der Stadtmauer entlang, statt diese großzügige Form zu finden, und rechts noch einmal diese Figur auf den heutigen Stadtgrundriss gelegt. Und Sie erkennen, was passiert wäre, wenn das gelungen wäre. Hier eine große Festung, das hat man allerdings dann in den 70er Jahren mit dem Gasteig nachgeholt. Und die Trockenlegung des Lehls. Die Stadt wurde übrigens von dieser Stelle, vom Gasteig aus, sofort beim ersten Schwedenangriff beschossen, erobert. Eine Pest brach auch, eine Hungersnot, die Bevölkerung dezimierte sich. München hat sich davon lange nicht erholt. Und noch im 19. Jahrhundert war Lehl Überschwemmungsgebiet mit Toten, immer noch bis ins frühe 20. Jahrhundert. Man kann sich das kaum vorstellen. Stattdessen baute man, wie gesagt, diesen Bastionsring eng an der viel zu knappen Stadtmauer entlang. Selbst Florenz hatte sich schon viel früher eine Stadtmauer geleistet, bei der großzügig das Gebiet um die Stadt herum mit einbegriffen war, sodass landwirtschaftliche Flächen innerhalb des Stadtgebiets als Gärten genutzt werden konnten und Erweiterungsflächen bis weit ins 19. Jahrhundert innerhalb dieses Bastionsrings lagen. Es zeigt sich in der Stadtbaugeschichte, dass auch in der Entwicklung des 19. Jahrhunderts, in der Anlage der großen Ringe, die wichtig bis heute sind, wenn Sie an die Wiener Ringstraße denken, eigentlich nur die Städte erfolgreich waren, deren Bastionsringe so großzügig und wehrtüchtig angelegt wurden, dass sie lange erhalten blieben. Links sehen Sie Mailand, rechts Wien. Der Bastionsring von Wien war nie wirklich eingenommen worden, während München beim ersten Angriff, wie gesagt, schon erobert wurde. Und so erhielt er sich bis ins 19. Jahrhundert. Und noch im 19. Jahrhundert, im frühen 19. Jahrhundert sah Wien so aus: die innere Stadt, der Bastionsring, das weite Schussfeld, die Siedlungen außen herum. Und dann konnte man, als man dann soweit war, diesen Ring entfestigen und eine großzügige, riesige Ringstraße anlegen, die heute noch das Rückgrat von Wien bildet, das wichtigste Gelenk eigentlich zwischen der Altstadt, der Innenstadt und den ganzen riesigen Innenstadtrandbereichen und Vororten. Andere Städte haben ihren Bastionsring erhalten, wie Lucca oder andere, was natürlich auch pittoresk und schön ist, aber interessant für mich war, dass eben die Ringstraßen, die dann im 19. Jahrhundert angelegt wurden, immer nur dort gelangen, wo man den Bastionsring schon hunderte Jahre vorher so wehrtüchtig gebaut hat, dass er Bestand hatte. In München war das nicht so. Die Bastionen wurden früh wild überbaut. Sie waren ja von Anfang an untüchtig und die Stadt wucherte bis an die Isar. Und die Ringstraße musste man dann später hineinschlagen. Sie ist keineswegs die Folge von Kriegszerstörungen, sondern sie ist in den 60er Jahren unter der Ideologie der autogerechten Stadt dann quer durch die Stadt geschlagen worden und hat viele Wunden geschlagen, die jetzt erst in diesen Jahren langsam geheilt werden. Mich selber hat das Thema von Anfang an beschäftigt und schon im Studium in den 70er Jahren begann ich, Ringstraßenpläne für München zu machen. Und das Zentrum dieser gesamten Ringstraßenanlage allerdings wurde dann der Hofgarten. Herr Stock hat es gerade erwähnt. Und als dann in den frühen 80er Jahren der Plan der Staatskanzlei nicht mehr aufzuhalten schien, habe ich unter dem Druck der Ereignisse dann diese Pläne, an denen ich allerdings schon 10 Jahre lang gearbeitet hatte und sie immer weiterentwickelt habe, veröffentlicht.
Der Hofgarten war eigentlich das einzige großzügige Stück Stadtplanung in München. Ein riesiger Renaissancegarten, und man war sogar so großzügig und hat die Bastionen um ihn gelegt. Also der Hofgarten war geschützt. In seinem unteren Bereich war ein wunderbarer gesellschaftlicher Lustgarten mit Wasserbassins und kleinen Pavillons. Das wurde im frühen 19. Jahrhundert zerstört. Der Vater Ludwig I. setzte sich über den heftigen Protest seines Sohnes und dessen Freundes Ludwig von Sckell hinweg, ließ die Wasserbecken trockenlegen, machte einen Exerzierhof und baute eine gigantische Kaserne drumherum, die den Hofgarten, der nach der Französischen Revolution sich gerade öffnen wollte, zum gerade fertiggestellten englischen Garten, wurde wieder völlig eingekastelt. 100 Jahre später wurde das Armeemuseum gebaut, aber dann kam der Krieg und von alledem blieb nur noch diese Ruine übrig. Dazu kam dann die Ringstraße und es entstand nun eine Situation, wie sie eigentlich ähnlich nur bis ins späte 18. Jahrhundert gereicht hat. Eigentlich war es ein Wunder, dass plötzlich das, was Ludwig I. und Sckell nicht erreicht haben, durch Kriegszerstörung und Autoschneisenbau wieder sozusagen hervortrat. Der Blick auf die Stadt aus dem englischen Garten mit allen Türmen und Kuppeln, unverstellt durch Kasernen oder Armeemuseen. Ich habe ihn selber gezeichnet, so schaute man aus dem englischen Garten in den Hofgarten. Nur noch diese eindrucksvolle Ruine stand dort. Und was sollte nun passieren? Ein Gebäude, gigantisch groß, die alles wieder verstellte. Zum dritten Mal sollte dieser gärtnerische, sagen wir mal, gartenbauliche, wenn Sie so wollen, gartenstadtbauliche Zusammenhang zerstört werden, und zwar noch nachhaltiger als zuvor. Da musste man ja einfach dagegen protestieren, und da ich diese Sache lange vorbereitet hatte, ohne zu wissen, was dort passieren würde, hatte ich dann auch in sehr kurzer Zeit ein überzeugendes Gesamtkonzept, denke ich. Denn es war kein Konzept, einfach in diese Brache hinein, eines der faszinierendsten Gebiete zwischen Maximilianstraße und Englischem Garten, zwischen Residenz und Ludwigstraße nun, ohne jedes Gesamtkonzept, ohne jeden Stadtplan, einfach ein riesiges Gebäude zu bauen, doppelt so groß, als das Armeemuseum war. Dass der Hofgarten davon erdrückt wurde, war natürlich das Thema, was die Bevölkerung am meisten interessierte. Mich interessierte noch viel mehr, dass die Nutzung im Hofgarten eigentlich eine andere sein müsste und der städtebauliche Zusammenhang überhaupt erstmal erdacht wurde. Das Hauptthema in der Diskussion war dann natürlich, rettet den Hofgarten, und warum werden denn die Museen des 20. Jahrhunderts nicht dort gebaut, wo sie doch eigentlich schon seit Jahrzehnten konzipiert waren. Und ich schlug damals vor, eine Architektur, die nun keineswegs historisierend war, sondern bewusst modern auf Mies van der Rohe, den großen Antipoden Le Corbusiers, zurückgehend, ganz bewusst ihn zitierend, eine Architektur, wie ich sie mir einzig im Hofgarten vorstellen konnte. Aus Glas und Stahl, in sehr erkennbarer Anlehnung an die Nationalgalerie in Berlin, die dort leider ja nicht eingebunden ist in irgendeinen städtebaulichen Kontext, sondern frei auf die grüne Wiese praktisch der Brachen an der Mauer gestellt wurde und bis heute dort ohne jeden Zusammenhang mit ihrer Umgebung steht. Sicher vielleicht der schönste Bau des 20. Jahrhunderts in Berlin und ein wunderbares Gebäude, leider als Museum nicht so tauglich. Aber aus städtebaulichen Gründen dachte ich damals, möchte ich hier diese Architektur mir als einzige vorstellen. Und so entstand eine Form eines von zwei Höfen, die dann dieses Ensemble bildete, was die Kuppel, die übermächtige, aus dem Hofgarten etwas verdrängen sollte. Und sie als Point de Vue freistellen sollte, ohne Flügelanbauten, nicht so sehr in Hinblick auf den Hofgarten, aber vielmehr in Hinblick auf diese Achse, denn das war eigentlich Ausgangspunkt und das Thema des Entwurfs. Es ging darum, ein Gesamtensemble zu schaffen, welches eine Dichte an verschiedenen Typologien hat, hier um die Residenz, die Vollendung der Residenzhöfe, dann das Hinaustreten aus der
aus der Stadtkante in die höfischen Gärten und das über die Terrassen, die Hofgartenterrassen, die so wie die Theoriengärten vor der Residenz nun liegen sollten und bis an die Kante herangeführt werden sollten, in den englischen Garten hinein. Dieses Ensemble war nun als Idealstadt gedacht, eine Idealstadt für alle die Museen, die damals in München noch keinen Ort hatten. Die Staatsgalerie Moderner Kunst, das Architekturmuseum, die Staatliche Graphische Sammlung, die Neue Sammlung und viele andere. Ich habe natürlich überhaupt nicht geahnt, dass diese Museen einmal später in einem großen Gebäude versammelt würden, zwar an anderer Stelle, und dass ich dieses Gebäude bauen würde. Ausgangspunkt für mich war der Marstallplatz, diese grandiose Planungsruine auf der Ostseite der Residenz. Klenzes Pläne waren nicht vollendet worden und viele andere Pläne von Cuvier, von Karl von Fischer. Nicht zuletzt der grandiose Vorschlag von Semper, von dieser Ecke aus eine große Diagonale hinaufzuschaffen, etwa da, wo jetzt der Friedensengel steht, um dort das Semper-Festspielhaus zu bauen, was er vorher schon mal im unteren Hofgarten vorgeschlagen hatte. Wir standen also vor einer Ruine. Die Klenze-Pläne waren nicht realisiert worden, nicht vollendet worden, nur die Hofreitschule stand. Die anderen Pläne waren gar nicht realisiert worden und vom Armeemuseum war nur noch dieser Kuppeltorso übrig. Und das brachte mich auf die Gedanke, diese Achse zum Hauptgedanken des ganzen Hofgartenprojektes zu machen, hier aus der Innenstadt heraus eine terrassendynamische Folge von Plätzen und Höfen zu machen, sozusagen aus der steinernen Stadt über die Gärten in die freie Natur. Das war völlig neu, denn man hatte bis dahin immer im Sinne Klenzes gedacht und im Sinne Fischers gedacht und dieses Ensemble geschlossen und auf die Residenz orientiert, nicht hinaus, über sich hinausweisend, ins Freie orientiert. Und so ist es ja leider am Ende dann auch geworden. Jetzt ist diese Achse wieder verbaut für alle Zeiten und diese wunderbare große städtebauliche Entwicklungsachse in den englischen Garten ist so nicht mehr erlebbar. Es gibt ein ganz berühmtes Beispiel dafür, wie in solchen Situationen eigentlich die Lösungen nicht durch Erfindung entstehen, sondern durch Findung. Wie eigentlich die wichtigsten Ansätze für solche Planungen, auch wenn sie völlig neu sind oder gerade dann, schon längst da sind. Sie kennen alle das Kapitol von Michelangelo und in der Architekturgeschichte gilt es sozusagen als der erste Barock, die erste vorbarocke Platzanlage, ein Ausbrechen aus dem Rechteck der Renaissance, eine dynamische Form, ein manieristischer Platz. Aber im Grunde war alles schon angelegt. Der Senatorenpalast, der Konservatorenpalast stand schon, wenn auch noch nicht mit den Fassaden Michelangelos. Und sie standen schon in so einer merkwürdigen, schiefwinkligen Form, dass Michelangelo eigentlich nur noch die kapitolinischen Museen entsprechend axial ergänzen musste, um dieses wunderbare Ensemble des Manierismus zu schaffen. Das Hofgartenprojekt setzte sich aber auf der anderen Seite fort. Der Museumsstadt im Osten des Hofgartens habe ich natürlich selbstverständlich ein passables, ja sogar sehr repräsentatives Regierungsviertel für Strauß auf der anderen Seite gegenübergestellt mit einer Staatskanzlei als Ludwigstraße Nummer 1, dem Finanzgarten als großen Staatskanzleigarten mit dem Prinz-Karl-Palais, was ja immer schon Repräsentationssitz des Ministerpräsidenten damals war. Und das Ganze orientiert um den Odeonsplatz, wo das Innenministerium, das Finanzministerium, das Kultusministerium schon waren. Und dann passiert etwas ganz Erstaunliches. Der damalige Finanzchef von Siemens, Dr. Nerger, war von den Hofgartenplänen so begeistert, dass Herr Strauß das Siemens-Grundstück zur Arrondierung des Regierungsviertels anbot und sagte, Siemens wird verzichten, dort zu bauen. Leider wurde dieses Angebot nicht einmal ignoriert und später hat dann Siemens doch drauf gebaut. Mich hat es aber angeregt, eine städtebauliche Lösung zu finden, die eigentlich die Keimzelle für den Entwurfsgedanken der Pinakothek der Moderne ist. Der Doppelplatzanlage von Klenze entsprechend habe ich vorgeschlagen, einen dritten Platz zu schaffen. Jetzt geht hier die Batterie aus, denke ich, von dem Pointer. Ja. Einen dritten Platz zu schaffen, der diese wunderbare Gelenk zwischen Brienner und Ludwigstraße ergänzte und den Brückenkopf
Kopf schuf zu einer Diagonale hinüber zu den Pinakotheken. Ich hatte nämlich damals genau mittendrin mein Büro. Ich schaute also auf die Baustelle, später leider auf die Baustelle des Armeemuseums, auf der anderen Seite auf den Odeonsplatz. Und wann immer ich dort aus der Tür trat, wurde ich gefragt, wo geht's denn hier bitte zur alten Pinakothek? Jetzt erklären Sie mal jemandem hier, wie es zur alten Pinakothek geht. Luftlinie diagonal, 500 Meter, aber eigentlich sehr kompliziert über viele Ecken und Winkeln. Diese städtebauliche Lösung für das Regierungsviertel um den Odeonsplatz ist die Keimzelle des Hauptgedankens der Pinakothek, nämlich der diagonalen Erschließung, der Öffnung auf die Stadt, der Durchwegung durch das Gebäude hindurch zu den alten Pinakotheken. Wo geht's bitte zur alten Pinakothek? Quer durch die Pinakothek der Moderne hindurch. Dieses Thema der Diagonalen wurde natürlich genauso heftig kritisiert. Ich erinnere mich noch, wie ein früherer Lehrer von mir, der im Wettbewerb leider nicht gewonnen hat, schimpfte: Sag mal Architekten oder sag mal Skifahrer. Dieser Gedanke entwickelte sich aber, denke ich, zum Hauptthema des Entwurfs, aber keineswegs zum einzigen. Denn genauso wichtig ist, wie die Öffnung zur Innenstadt, ist die Gliederung in mehrere Gebäude, ist die Rahmung des ersten Bauabschnitts mit dem zweiten Bauabschnitt, die Schaffung von grünen Innenhöfen, den Erhalt der Bäume, um ein Ensemble zu schaffen, was trotz seiner Größe am Ende dreimal so groß wie die alte Pinakothek, doch der alten Pinakothek ihre Dominanz belässt. Die Diagonale aber war das populäre Streitthema. Die Diagonale ist nun im Städtebau eines der faszinierendsten Themen, und ich kann Ihnen nur ganz wenige Beispiele zeigen. Ein ganz berühmtes, wie eine städtebauliche Diagonale sich geradezu orgiastisch austobt in einem Gebäude, ist Pace National Gallery. Morgen wird sein Anbau an das Historische Museum von Schlüter in Berlin eröffnet, auch ein grandioser Bau. Er hat die Washington Diagonale genutzt für die Form des Museums. Das Thema der Diagonalen ist überhaupt in Rasterstädten, und das ist ja die Marx-Vorstadt, immer ein ganz spannendes und wichtiges, sei es der Broadway in New York. Wie würde man sich in New York zu Fuß gut orientieren können, wenn es den Broadway nicht gäbe? Seien es die Vorschläge Chicago, durch große diagonale Raster überschaubar und gegliedert zu machen, Anfang dieses Jahrhunderts. Aber man muss gar nicht so weit schauen. Und ich selber hatte es wohl schon zu sehr verinnerlicht, als dass es mir damals so bewusst war, dass der Grundriss der Pinakothek der Moderne eigentlich der Grundriss der Marx-Vorstadt selber ist. Die Marx-Vorstadt, die als Raster angelegt war, wurde nach einem Wettbewerb, den Fischer und Skell gewann, als erste Stadterweiterung von München mit einer Diagonale der Max-Joseph-Straße, die genau auf die Frauenkirche zeigte, eröffnet. Und wie verbindet man eine Diagonale mit einem Raster? Man macht einen Kreis, und so entstand der Karolinenplatz. Und dieses System aus Diagonale, Kreis und Raster setzte sich dann weiter fort. Bald wurden die Pinakotheken gebaut, aber diese eben schon sehr viel weiter draußen und mit keiner unmittelbaren Anbindung mehr an die Innenstadt. Die Münchner spotteten ja damals, als die alte Pinakothek fertig war, über die Pinakothek auf den Wiesen vor Dachau. So weit entfernt kam es ihnen vor, und das Thema blieb virulent bis zum heutigen Tag. Die alte Pinakothek ist ja eines der wunderbarsten Gebäude von Klenze, eines der schönsten Museen der Welt, und hat noch etwas behalten, was die meisten anderen Gebäude in einer so großen Stadt verloren haben, nämlich ihren ursprünglichen Umraum, ihr großes Freifeld. Noch heute steht sie frei auf den Wiesen, wenn auch vielleicht nicht mehr vor Dachau. Und es war mir ganz wichtig, dass diese Freistellung durch die Neuanlage, die ja doppelt und dreimal so groß werden sollte und im weiteren Ausbau sechsmal so groß wird, nicht zerstört wird. Dass ihre wunderbare Größe, ihre Proportion dominant bleibt und nicht wie etwa bei dem Vorschlag des japanischen Architekten Isozaki sozusagen degradiert wird durch einen gewaltigen Komplex von Museen des 20. und 21. Jahrhunderts, die in der Endausbaustufe dann die sechsfache Größe annahmen und die alte Pinakothek völlig degradierten. Diese Freistellung
als Besonderheit bedingte deshalb auch für mich, dass die dritte Pinakothek eben kein dritter Solitär wird, sondern ein Stadtbaustein, ein Stück Gefüge innerhalb der Maxvorstadt, verstärkt dadurch, dass erster und zweiter Bauabschnitt in zwei Gebäude gegliedert wird oder auch in drei oder in vier. Also, dass nicht ein gigantisches Skulptur entsteht, die nach dem ersten Bauabschnitt dann übrigens auch ein Torso gewesen wäre, sondern schon ein Ganzes, was trotz der doppelten Größe der alten Pinakothek sich einfügt, unterordnet und später dann durch den Rahmen auch ganz in die Stadt eingebunden wird. Also kein zweiter Solitär, sondern ein Gefüge, was sich ziemlich an die historische Form anschließt, mit dem zweiten und weiteren Bauabschnitten die Rahmung der Türkenkaserne übernimmt, die Straßenräume wieder schließt, also ein Stück der Maxvorstadt wird und die alte Pinakothek freistehend lässt. Ganz wichtig dabei, dass die ehemalige Hauptfassade, die man inzwischen vergessen hatte, seit man durch die Nordseite hereinging und die durch Bäume verstellt war, wieder freigestellt wird und dass diese Achse vom Türkentor dort herauf ganz wichtig frei bleibt. Wenn man also nun durch diesen zweiten Rahmen hindurchgeht, man muss ihn sich jetzt ja immer noch nur vorstellen, das Gebäude ist jetzt, wie es dasteht, als Solitär eben völlig unfertig, dann kommt man in einen großen grünen Innenhof. Die Lösung hatte den Charme, dass man die alten Kastanien, die beim Abbruch der Türkenkaserne stehen blieben, erhalten konnte, sodass wir von Anfang an Bäume hatten, die höher als das Gebäude sind. So kommt man eben durch einen zweiten Haupteingang, durch den gesellschaftlichen Teil sozusagen, den Wintergarten, die Cafeteria, in das Gebäude herein, wenn man von der Stadt kommt. Und wenn man dann durch das Gebäude durchgeht, dann geht man direkt auf die alte Pinakothek zu. Dieser etwas repräsentativere Eingang ist natürlich der alten Pinakothek gegenüber angemessen. Aber eigentlich wichtiger als der linke Blick ist der rechte, nämlich der Blick aus dem Gebäude heraus, der Blick durch das Gebäude durch auf die alte Pinakothek und dieser Zusammenhang. Dafür gibt es natürlich auch wunderbare Beispiele und schon in der Wettbewerbsperspektive habe ich ganz bewusst Schinkel hier zitiert, um darauf hinzuweisen, dass ich selbstverständlich an diesen vielleicht schönsten Blick des 19. Jahrhunderts aus einem deutschen Museum heraus dachte, nämlich an den Blick aus Schinkels altem Museum mit seiner wunderbaren Freiloggia und Treppe auf das Berliner Schloss. Wir kommen später noch auf das Schloss. Die dünnen Säulen aber, über die sich viele mokieren, sind ein Thema des 20. Jahrhunderts und ich könnte Ihnen jetzt eine große Reihe von Ahnen zeigen. Die verblüffendste liegt aber wieder gleich ganz in der Nähe und fast niemand sieht sie. Rechts sehen Sie nicht die Baustelle der alten Pinakothek, sondern die Originalfassung von Döllgast. So hatte er sich den Endzustand der Wiederherstellung der alten Pinakothek vorgestellt. Er hatte nämlich die Münchner nur so vom Abbruch der alten Pinakothek abbringen können. Die neue Pinakothek war ja nicht mehr zerstört als die alte und ist abgerissen worden, wie vieles andere in München auch. Weit mehr ist abgerissen worden, als im Krieg zerstört war. Er hat sie dadurch überzeugt, dass er gesagt hat, ich beweise euch, dass die Erhaltung billiger ist als der Abbruch. Und so schuf er nicht nur aus diesen Gründen, sondern aus Überzeugung eine Lösung, wo er das unbedingt Notwendige in völlig vorurteilsloser Form baute, dünne Stahlstützen, die ein Notdach trugen und hier ging man dann nicht zwei Treppen, sondern eine freie Treppe herauf. Er wurde später gezwungen, die heute bekannte und auch berühmte Lösung zu bauen und diese feine, dünne Loggia zu schließen. In der Mitte dieser Diagonale als Übergang zum Raster steht nun diese Rotunde, die eigentlich ein städtebauliches Thema ist und die übrigens heute auch fast wie ein Stadtplatz wirkt. Sie kennen es ja alle schon, wenn viele Menschen drin sind. Es wird immer wieder gesagt, ja, diese Rotunde, die zitiert natürlich Schinkel, aber viele zitieren Schinkel. Und diese Rotundentypologie des Museums ist eine ganz alte, einer der faszinierendsten modernen Formen des Umgangs mit dem Schinkelgrundriss in verblüffender Weise, eigentlich alle Elemente bis zur Säulenreihe paraphrasierend, ist das Stuttgarter Museum, welches aber gleichzeitig auch schon der Beginn einer Entwicklung ist im Museumsbau der letzten 20 Jahre, wo die Architektur sich vor die Kunstwerke stellte, wo das Gebäude wichtiger wurde als die Ausstellungsgegenstände, so faszinierend es ist. Diese Entwicklung hat vielleicht ihren Höhepunkt in Geris Guggenheim Museum in Bilbao und die Pinakothek der Moderne ist ganz bewusst das Gegenstück dazu geworden. Ich wollte kein Museum bauen, was sich ablöst von der Stadt,
Gewiss, in Bilbao sind die Verhältnisse ganz anders als neben der alten Pinakothek. Was seine eigentlichen Sensationen im Äußeren bringt und im Inneren als Museum, wer da war, wird mir recht geben, praktisch nicht zu bespielen ist. Sondern ein Stadtbaustein, klar gegliedert, rhythmisiert, aber die eigentlichen Sensationen dieses Gebäudes sind im Inneren. Und das ist für mich eine städtebauliche Frage gewesen, auch. So ist alles das, was bei anderen Museen im Äußeren stattfindet, ins Innere verlagert worden, das Skulpturale, die Durchblicke, die Lichtführungen. Ich brauche es hier Ihnen in München nicht so ausführlich erläutern. Wir haben noch große andere Projekte vor uns. Aber das Licht und das Formenspiel aus Kreis und Quadrat und Diagonale, sie sind eigentlich von der Stadt in das Gebäude hereingetragen worden und dann im Inneren, soweit, das gebe ich zu, es mir gelang, extrem ausgewalzt und ausgestaltet worden. Es macht natürlich schon Spaß, wenn dann man mit dem Licht spielen kann und das Gebäude sich ständig verändert, je nachdem, wie die Tageszeiten sind. Aber diese Veränderungen und diese Durchblicke und dieses Lichtspiel ist auch wiederum auf die städtebaulichen Teile des Gebäudes beschränkt. Es ist die Rotunde, es ist die Diagonale, es sind die großen Treppen. Sobald die Übergänge in die Ausstellungsräume kommen, wird alles ruhig und still, denn es ging mir auch darum, nicht nur eine spektakuläre Skulptur zu bauen, die die Leute unterhält, sondern dann ganz klare, strenge Räume für die Kunst zu bauen. Und so wurde diese Pinakothek nicht nur das Gegenstück zu Bilbao im Äußeren und auch im Inneren, sondern auch ein Gegenstück zum Beispiel zu einem Museum wie das Centre Pompidou. Sie sehen rechts nicht das Depot, das ist der Hauptausstellungssaal des Centre Pompidou. Das Hauptthema allerdings im Gebäude wurde die Weiterentwicklung der großen städtebaulichen Achse, der großen Diagonale im Inneren. Diese Achse, die nun ganz aus den dargestellten Gründen, die das Gebäude mit der Innenstadt und den Pinakotheken verknüpft, musste nun im Inneren sich weiterentwickeln, in der Diagonale, in die drei Hauptebenen. Und so geht diese große Treppe hinunter in das Untergeschoss der neuen Sammlung und hinauf in das Hauptgeschoss der Staatsgalerie moderner Kunst und wurde natürlich im Gebäude das Hauptthema. Auch dafür gibt es wunderbare Beispiele hier, dieser visionäre Entwurf von Ledoux, einer der ersten des frühen 19., eigentlich späten 18. Jahrhunderts für den Museumsbau, wo auch die Lichtspiegel sehen. Es gibt unendliche Beispiele für Treppenskulpturen, auch in der Moderne, hier die Casa Malaparte in Capri. Aber wenn ich zurückdenke, was mich eigentlich an dem Thema der diagonalen großen Treppe so fasziniert hat und was eigentlich im tiefsten die Keimzelle für diese Treppe ist, so ist es eine Treppe, die nie gebaut wurde, aber die ich mir immer in der Fantasie vorstellte. Sie kennen alle den Sieneser Dom. Sie wissen, dass der Sieneser Dom erweitert werden sollte. Das Hauptschiff sollte zum Querschiff werden und ein riesiges neues Hauptschiff sollte sich nun auf die Stadt aufrichten, auf den neuen, die drei Städte versammelnden Campo, auf den neuen Palazzo Pubblico. Die alte Hauptfassade wendet sich noch von diesem Platz ab. Die neue wendet sich ihm schon zu. Das kennen Sie. Sie wissen, dass das ganze Fragment geblieben ist. Aber was Sie vermutlich nicht wissen, dass auch geplant war, hier zwischen eine riesige diagonale Treppenrampe zu machen. Eine große Verbindung zwischen dem Domvorplatz und dem Stadtplatz. Dies erzählte mir mein Vater, wenn wir dort reisten als Kind. Und jedes Mal, wenn ich in Siena war, war ich fasziniert von dem Gedanken und habe mir ausgemalt, wie diese Treppe wohl wäre und ob man die heute nicht noch durchbrechen könnte. Gebaut ist sie jetzt in einer kleineren Ausführung in der Pinakothek der Moderne und ich hoffe, dass nun bald der zweite Bauabschnitt beginnt, denn die Pinakothek der Moderne ist nicht als solitär gedacht und ist erst vollendet, wenn dieser Rahmen steht. Eine erste Entscheidung ist ja gefallen, hier für das Museum Brandhorst. Ich kann heute auf dieses Thema nicht weiter eingehen, möchte Ihnen aber doch
meine weiteren Gedanken für die Weiterentwicklung kurz zeigen. Ich habe selber bei dem Wettbewerb den Vorschlag gemacht, das Museum Brandhorst als einen Baustein, vielleicht als den Grundstein für eine weitere Entwicklung zu machen und insofern meine damalige U-förmige Rahmenplanung etwas revidiert. Ich würde heute sagen, dass es vielleicht richtiger ist, hier eine neue Form zu finden, eine offenere Form, eine variablere Form. Denn ich habe gelernt in den letzten 10 Jahren, dass dieses Museum, was für eine weitgehend bekannte Sammlung, eine weitgehend, nicht will ich sagen abgeschlossene, aber doch auch eben Sammlung des 20. Jahrhunderts geplant war, für die Zukunft sich offen halten muss, neue Formen, neue Ausdrucksformen, neue Kunstformen kommen, neue Darstellungsformen kommen, neue Räume werden gesucht. Und so würde ich heute sagen, dass man diese Struktur offener bildet und Variationen möglich macht. Hier mein Vorschlag für die rahmende Bebauung. So ähnlich könnte ich mir durchaus auch die Erweiterung südlich des Türkentors vorstellen. Also eine ganz schlanke, rahmende Ausstellungshallen mit sehr vielen Geschossen, die aber alle Tageslicht bekommen, auch in die Untergeschosse hinein. Aber man wird sehen, ob es so kommt. Was auch ist, die ganze Pinakothek, auch in dieser Form der Weiterentwicklung, ist und bleibt ein Gegenstück zu Museen wie das Centre Pompidou, für das ein ganzes Stadtquartier abgerissen werden musste, oder eben das Museum in Bilbao als große Freiskulptur. So, jetzt haben wir einen Diawechsel, einen kurzen, und kommen zu Berlin. Unmittelbar nach dem Gewinn des Wettbewerbs in München vor jetzt 11 Jahren konnte ich den Wettbewerb für das größte Bundestagsgebäude in Berlin gewinnen. Und so sind diese beiden Gebäude eigentlich Zwillinge oder Geschwister. Geschwister, die gleichzeitig parallel entstanden sind und viele Gemeinsamkeiten haben. In Berlin wollte ein Architekt auch einmal eine riesige Skulptur bauen, der gegenüber der Reichstag sich so ähnlich ausgemacht hätte wie die alte Pinakothek vielleicht gegenüber der Planung von Isozaki auf dem Hofgartengelände. Das ist jetzt leider nicht das erste Bild, sondern das zweite. Aber ja, das war schon richtig. So, kann ich dann jetzt wieder fortsetzen. Aber Sie wissen, was aus der Sache wurde. Übrig blieb nur die Ruine des Reichstags, die jetzt von Foster wieder wunderbar mit einer ganz anderen Kuppel zu einem, dem, ich glaube, im Moment meistbesuchten deutschen Gebäude gestaltet wurde. Als der Bundestag sich entschied, nach Berlin zu gehen, hatte er sofort geplant, an dieser Stelle eine große zentrierte Architektur zu bauen, nicht wie in Bonn alles über die Stadt zu verteilen, sondern hier eben eine Konzentration aller Bundestagsbauten zu schaffen, um den Reichstag herum. Und im großen städtebaulichen Wettbewerb von 1993, also vor 10 Jahren, gewann Axel Schultes mit dieser grandiosen Idee eines Ost-West-Brückenbandes, des Bandes des Bundes, bewusst als Gegenstück zur Spärchen-Nord-Süd-Achse, den Wettbewerb mit weitem Abstand vor allem vor über 1000 Teilnehmern. Ich hatte das große Glück, danach den Wettbewerb für das Paul-Löbe-Haus zu gewinnen. Es hieß damals noch Alsenblock. Aber das Entscheidende war eigentlich, dass es mir gelang, den Bundestag davon zu überzeugen, dass der Alsenblock hier nicht aufhören darf, sondern dass das Raumprogramm so groß ist, dass man eigentlich im ersten Zug schon den Spreesprung wagen muss und die Bundestagsbibliothek auslagern aus dem Alsenblock und nicht, wie man ursprünglich wollte, an dieser Stelle außerhalb des Bandes, sondern auf der anderen liegenden Seite zu bauen. Die Idee war eigentlich furchtbar einfach und hat dann auch die große Koalition von Frau Süssmuth und Conradi überzeugt, die einfach einsahen, dass es richtig war, dass man nicht vom Reichstag aus, von der Reichstagskuppel und von den wichtigsten Sitzungszimmern auf ein Mauertrümmergrundstück schauen müsste, dass es sehr wichtig ist, dass der Bundestag symbolisch mit seinem Hinzug nach Berlin eine Geste macht und die alte Mauergrenze, die alte Ost-West-Grenze zwischen der westlichen und der östlichen Welt mit einem Gebäude überspannt. Für mich natürlich ein Glücksfall. Die große Brücke
zwischen beiden Gebäuden, sozusagen nicht nur als eine Brücke zwischen zwei Gebäuden, sondern als die Verbindung zwischen Osten und Westen, quasi also auch symbolisch zu bauen. Das Paul-Löbe-Haus ist inzwischen fertig, das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, die Bundestagsbibliothek, wird es Ende des Jahres sein. Es entstand also ein großes Ensemble mit Sitzungssälen für die Ausschüsse und einem wunderbaren Platz, durch den der Fluss mitten durchfließt. Also ein Gebäude, wo der Fluss die Spree mitten durchfließt, was sehr bewusst übrigens wie die Pinakothek aus Sichtbeton aus einem Stück gegossen ist, aus städtebaulichen Gründen. Um den Zusammenhang zu zeigen, keinen Bruch zu zeigen zwischen den beiden Teilen und was nun eben bald diese Situation darstellt. Man fährt mit dem Schiff hindurch und die Ufer werden öffentlich zugänglich sein. Es ging hier nicht um das Wiederherstellen einer alten Stadtstruktur mit neuen Mitteln, aber es ging schon darum, eine große Struktur wiederherzustellen, die zerrissene Stadthälften verbindet. Und so bedauere ich es sehr, dass das große Vordach auf der anderen Seite von Schultes nicht wiederholt wurde. Ich bin mit dem Vordach der städtebaulichen Vorgabe von Schultes gefolgt, der ursprünglich ein solches Vordach für beide Gebäude, das Kanzleramt und das Bundestagsgebäude vorsah, um eben im Band des Bundes die Gemeinsamkeit und die Nachbarschaft zu unterstützen. Ich will Ihnen hier allerdings meine Lieblingsansicht von dieser Fassade zeigen. Inzwischen hängen dort die Ellsworth Kellys an der Wand und schaffen einfach ein großes Gesamtensemble aus Architektur und Kunst. Hier sind die Treppen sozusagen aus der alten Pinakothek, die Döllgastschen Treppen, wieder zum Vorschein gekommen. Aber das Entscheidende passierte eigentlich durch dieses grandiose Werk von Kelly, der größte Kunstauftrag, den der Bundestag je vergeben hat. Ich glaube auch das größte Kunstwerk, was Kelly bis heute geschaffen hat. Ich glaube, er wird morgen 80 oder übermorgen. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich das auf die Bahn gebracht habe. Aber ich bin als Architekt eben ein großer Verehrer von Kelly und bin da sozusagen in der Gesellschaft meiner Kollegen Pei und Ando. Wir Architekten lieben Kelly, weil er wie kaum ein anderer Künstler es schafft, unsere Architektur mit seinen Werken noch einmal auf eine ganz andere Ebene sozusagen zu heben und zu steigern. Jede Wand verändert sich völlig, wenn ein Kelly dran hängt, und sie wächst mit dem Kunstwerk zusammen. Aber die Hauptfassade des Gebäudes ist eigentlich nicht diese gegenüber dem Kanzleramt. Vielleicht ist die Hauptfassade der Spreeplatz. Das wird man sehen, wenn er fertig ist. Ich habe immer empfunden, dass das städtebaulich wichtigste Thema bei diesem Gebäude die Öffnung dieses Gebäudes in die Parkanlagen, in die Grünanlagen ist. Die Öffnung zum Reichstag, dass dieses Gebäude trotz dieser ganz strengen Haltung, dieser ganz strengen Schließung innerhalb des Bandes des Bundes als Parlamentsgebäude sich öffnet. Dass man, wenn man entlang geht, schließt es sich, und wenn man vorbeigeht, dann öffnet es sich wie die Seiten eines Buchs und dann schaut man hinein in die Höfe, wo die großen Sitzungssäle sind. Die Sitzungssäle, das Hauptthema des Gebäudes, immer drei übereinander. Hier werden die Gesetze diskutiert und geschmiedet, nicht im Plenum, im Reichstag. Und so war es mir einfach wichtig, dass man das erleben kann von außen, dass die Abgeordneten auch rausschauen können und dass Besuchergalerien die Öffentlichkeit in dieses Gebäude hineinziehen. Der wichtigste oder größte Raum ist natürlich diese große Halle. Stock hat sie erwähnt, eine Halle, die immer mehr auch zum öffentlichen Raum wird und die im Hintergrund das Kanzleramt mit der Bundestagsbibliothek auf der anderen Seite verbindet. Eine Halle, bei der das Thema Kreis und Quadrat eine ähnliche Rolle spielt wie bei der Pinakothek der Moderne, wo allerdings, um den Charakter der Öffentlichkeit noch zu stärken, anders als es in München möglich war, auch das Innere ganz in Sichtbeton ist. Und wenn man durch die Halle durchgegangen ist, schaut man dann auf der anderen Seite auf die Bundestagsbibliothek und dem Europasaal, dem größten Ausschusssitzungssaal, ist der Anhörungssaal des Bundestags gegenübergestellt, in bewusster
Relation mit Kreis und Quadrat. Und die großen Flugdächer, die leider zwischen Kanzleramt und Bundestagsgebäude nicht auf beiden Seiten realisiert wurden, konnten hier von mir wenigstens auf meinem eigenen Grund realisiert werden, um noch einmal mit der Kontur der Spree die Verbindung über die jahrzehntelange Grenze hinweg zu zeigen. Und die Kräne stehen jetzt schon nicht mehr. Das Gebäude ist auch schon weiter. Im Sommer wird es fertig sein und im Herbst eröffnet. Aber die entscheidende Grenze in Berlin, die entscheidende Brücke, die noch gebaut werden muss, das entscheidende Gelenk zwischen Ost und West liegt doch nicht an dieser Stelle, sondern es liegt hier in der Mitte Berlins. Es liegt da, wo das Schloss steht, es liegt da, wo die Linden aufhören und eine unglaubliche Brache, eine Leere eines immer noch mit Händen zu greifenden Ost-Berlin eigentlich erst beginnt. Denn dieser Teil der Linden, die Dorotheenstadt und die nördliche Friedrichstadt sind inzwischen wieder aufgebaut worden im Sinne der Rekonstruktion der europäischen Stadt. Ich finde, viel zu oft gescholten. Im Grunde ist es eine riesige Leistung, dass hier wieder Straßen und Plätze entstanden sind. Und hier funktioniert die Stadt aus. Hier bricht alles plötzlich ab. Und so ist für mich im Moment das wichtigste Thema und eines meiner großen Projekte, an denen ich so arbeite, wie ich damals 10 Jahre am Hofgarten gearbeitet habe, die Frage der städtebaulichen Lösung der Berliner Innenstadt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir nie vorstellen können, dass dieser Vorschlag von Ingenhofen, dort gar nichts zu bauen und einen englischen Garten anzulegen, das Ei des Kolumbus ist. Weit mehr fasziniert hat mich damals die Rekonstruktion der Schlossfassade, zumal sie zeigte, dass dieses Gebäude keineswegs so eine bedrohliche Trutzburg ist, wie es immer behauptet wurde, sondern ein höchst elegantes Gebäude, was darüber hinaus aber Keimzelle für viel wichtigere städtebauliche Gedanken sein kann. Sie kennen die Geschichte, diese Bauten wurden erweitert durch Eosander, später wurde im 19. Jahrhundert sogar noch eine Kuppel darauf gestellt, aber und dann entwickelte sich aus diesem am Rande der historischen Stadt stehenden Schlosses die erfolgreichste Stadtentwicklung, die je eine deutsche Großstadt hatte. Aus dieser kleinen Anlage der Linden entstand die große Achse, die heute bis zum Olympiastadion geht und an der sich ganz West-Berlin entwickelt hat. Nach der Zerstörung der Innenstadt durch den Krieg stand das Schloss immer noch als Ruine und die ersten Pläne waren sehr ähnlich wie die in Dresden. Nicht? So stellte man sich damals vor, sollte die Innenstadt von Berlin wieder aufgebaut werden. Es passierte anders, es sieht im Grunde ähnlich aus wie in Dresden und dann entstand der Palast der Republik. Hier sehen Sie, wie das Schlossmodell hier aufgestellt wurde vor 10 Jahren. Und was mich besonders an diesem Modell faszinierte, war nicht der Gedanke der Wiederherstellung eines Hohenzollernschlosses, sondern der Impuls, der von dieser besonderen Lage, dieser merkwürdigen Schreckstellung, wir haben wieder das Thema, wie am Marstallplatz eigentlich, diese Schreckstellung, die keinen Abschluss bildet, die nicht ein reines abschließenden Point de vue für die Linden darstellt, das auch, die aber weit mehr über sich hinausweist, und zwar in Richtung Osten oder in Richtung Mitte. Denn der Westen, der hat sich prächtig entwickelt, auch jetzt in den ersten 10 Jahren des Wiederaufbaus, aber in der Mitte ist Berlin immer noch sozusagen so wie vor 50 Jahren eine Riesenödnis und dort geht auch eigentlich niemand hin. Und so habe ich mir gesagt, das Entscheidende, was Schlüters Fassaden leisten können, ist, ein Gelenk zu bilden zwischen den westlichen Linden und eventuellen östlichen Linden, ein Gelenk zu bilden zwischen der Westhälfte der Innenstadt und der Osthälfte, dem eigentlichen Kern der Stadt, und einen Auftakt zu bilden, nicht einen Abschluss, einen Auftakt zu bilden für eine neue Stadtentwicklung, nicht nach außen, sondern ins Innere, in die innere Leere der Stadt hinein. Und so ist mein Vorschlag, östliche Linden über das Gelenk des Schlosses westlichen gegenüberzustellen. Dieser Gedanke ist übrigens lag eigentlich übrigens immer schon in der Luft. Schlüter selber hatte einen Vorschlag gemacht, den Schlossplatz in die Mitte der Stadt zu orientieren, ihn so auszubauen, dass die Ausrichtung der ganzen Schlossanlage nicht nach Westen zu den Linden das Hauptmotiv hat, sondern nach Osten in die Mitte der Stadt hinein. Es ist nie realisiert worden. Aber so
ähnlich könnte ich mir vorstellen, könnte das Schloss, wenn es sich denn nach Osten öffnen würde, einen neuen Auftakt bilden für die Entwicklung des Zentrums von Berlin. Und das Besondere bei dieser Idee ist, dass man die alte Renaissance-Fassade, Schlüter hat ja hier keine Fassade gebaut an dieser Stelle, dass man die nicht wieder aufbaut, sondern dass man den Schlüterhof öffnet. Dass man den Schlüterhof nach Osten öffnet, als großen Cour d'honneur. Das Schloss also, wenn Sie wollen, umdreht. Schlüter hat im Schlüterhof nur 3 Fassaden gebaut. Heute wird viel diskutiert über die 4. Fassade, als das eigentliche innovative Thema und der entscheidende Impuls für den Wiederaufbau des Schlosses, der ja inzwischen beschlossen ist. Als ich diese Pläne machte, war das noch längst nicht so. Aber ich denke, die 4. Fassade ist dieser Platz, ist dieser Raum. Man sollte sie nicht bauen, sondern sollte eine Riesenachse schaffen, bei der dann ganz nebenbei der Rathausplatz auch endlich eine vernünftige Anlage hat. Es gibt Beispiele, bei denen man eine solche Idee versäumt hat und verbaut hat. Eines der berühmtesten, kommen wir noch einmal auf Dresden zurück, der wunderbare Plan von Pöppelmann, den Zwinger nicht zu schließen, sondern eben auf die Elbe zu öffnen. Semper hat dann später mit der Sempergalerie, sozusagen dem Dresdner Gegenstück zur alten Pinakothek, diese Öffnung nicht vollzogen. Obwohl er selber viele Gedanken sich gemacht hat, lauter Standorte untersucht hat an anderer Stelle, wie man diesen wunderbaren Gedanken Pöppelmann, der größte, artigste städtebauliche Gedanke in Dresden neben der Ringstraße, wie man diesen realisieren könnte. Und er hat ganz bewusst Zeichnungen gemacht, die sozusagen visionär erinnerten an die Öffnung des Markusplatzes hinaus aufs freie Meer, hinaus eben auf die Insel San Giorgio, über die Lagune hinweg natürlich. So schön die Sempergalerie ist, so finde ich es immer bitter, dass dieser Gedanke von Pöppelmann und eben auch Semper in Dresden nicht realisiert wurde. Eins, und das ist jetzt fast der Schluss, eines der schönsten Beispiele dafür, wie ein Schloss durch Erweiterung und Umdrehung sozusagen eine ganze Stadt verändert hat, ist der Louvre in Paris. Ursprünglich als Festung vor der Stadt gebaut, uneinnehmbar, ähnlich wie das Berliner Schloss vor der mittelalterlichen Stadt stand, hat sich diese Festung nach und nach erst zu dem entwickelt, was wir heute kennen. Es wurde viel früher das Tuilerienschloss als Gartenschloss gebaut, die Stadt war noch dazwischen. Also die Stadt war ja ursprünglich viel kleiner, ist dann gewachsen, um diese Festung herumgewuchert. Die Könige haben längst nicht mehr dort gewohnt. Dann wurde später der Tuileriengarten von Katharina de' Medici angelegt und dann wurde ein Verbindungsgang geschaffen zu diesem Tuilerienschloss. Und dann wurden die Champs-Élysées angelegt und dann damit verbunden. Also eine Entwicklung über viele Schritte hinaus. Hier der alte Louvre, dann die Verbindung, später dann die Erweiterung durch Perrault. Aber das Entscheidende war, dann hier sehen Sie noch einmal die Entwicklung, das Schloss vor der, die Festung vor der Stadt, die Anlage des Tuilerienschlosses und der Garten, der Verbindungsgang von der Stadt längst überwuchert. Der entscheidende Durchbruch kam mit der Zerstörung des Tuilerienschlosses und der Öffnung der ganzen Anlage und der Ausrichtung der ganzen Anlage eben in diese riesige Achse der Champs-Élysées. Und so stelle ich mir vor, dass in Berlin das Schloss der Auftakt sein könnte für eine ganz neue Innenstadtentwicklung, die großstädtisch ist, die nicht ein mittelalterliches Berlin versucht, kritisch zu rekonstruieren, sondern sie eine große Platzanlage schafft, die den Alexanderplatz an das Zentrum anbindet, die sozusagen ein Gegenstück zu den Linden bildet, ähnlich wie in Paris, von dieser Achse inspiriert, dann nach und nach über die Flüsse hinweg überall verbindende große grüne Achsen gelegt wurden, sodass die ganze Stadt in wunderbarer Weise vernetzt ist, ganz anders eben als London, bei dem ähnliche Pläne von Wren, Sie sahen es vorher, nicht realisiert wurden. Ganz zum Schluss ein ganz kleiner Nachschlag. Ich möchte nicht mit dem Louvre und dem Berliner Schloss enden, sondern mit einem ganz kleinen Projekt, was noch einmal zeigen soll, dass die moderne Architektur und die Stadt, die europäische Stadt, auch im ganz kleinen Maßstab überhaupt kein Widerspruch sein muss, sondern sich gerade in ihrer Zuspitzung vielleicht wunderbar ergänzen können. Ich spreche von Ingolstadt. Sie sehen die alte Festungsanlage, die Klenze bauen durfte, nachdem man ihm den Weiterbau der Ludwigstraße verweigerte, sozusagen als Trost
Auftrag. Und von dieser klenzischen Festungsanlage ist am Donauufer nur ein kleiner Torso übrig geblieben. Und vor ein paar Jahren wurde ein Wettbewerb ausgelost, daraus das neue Museum für konkrete Kunst zu machen, also den Klenzebau, auf den inzwischen ein Wasserturm draufgesetzt war, zu ergänzen um einen Neubauteil, der dann ein Museum für konkrete Kunst werden sollte. Und natürlich habe ich mir gedacht, ein Museum für konkrete Kunst, das einzige in Deutschland, das soll schon sozusagen als Ausdruck auf die entsprechende Zeit verweisen. Und die Wolkenbügel von Leszczycki waren selbstverständlich eines der wichtigsten und spannendsten Vorbilder für so eine Skulptur, wie sie hier entstand. Die Ingolstädter Stadträte waren von der Lösung am Ende nicht überzeugt. Sie waren der Meinung, dass ein solches Gebäude die Stadt zerstören würde. Da bin ich allerdings ganz anderer Meinung. Im Grunde setzt dieses Gebäude nämlich eigentlich den Ring von Klenzes Bastionen, die teilweise wieder rekonstruiert und wieder aufgebaut wurden, auf eine überraschende Weise zwar, aber ganz konsequent fort, indem er den ursprünglich ins Land gerichteten Winkel umdreht. Wir haben also wieder eine Umdrehung, ein Gelenk bildet, einen Brückenschlag bildet, der sozusagen frei über die Donau verweist und damit die gegenüberliegende Seite einbindet in diesen gesamten Ring. Mit diesem kleinen Beispiel möchte ich schließen, weil es eigentlich sozusagen ein Lieblingsprojekt ist, was zeigt, dass die moderne Architektur und die europäische Stadt auch in kleinen und sehr historischen Situationen überhaupt kein Konflikt sein müssen. Danke. Vielen Dank, Herr Braunfels, für diesen, in diesem Fall ist es keine Floskel, für diesen überaus anschaulichen Vortrag. Sie haben uns wahrlich hier kein Trockenfutter geboten, sondern eine wahre Augenweide. Und Sie haben ja auch in der Tat sehr europäische Städte vorgestellt, Schwerpunkte Dresden, München, Berlin, immer wieder eben auch ihre Neigungsstädte, wie ich das so sagen darf, Florenz, Siena und Rom. Aber eines hat Braunfels, denke ich, sind wir beide dem Publikum schuldig geblieben und vielleicht, wenn wir jetzt ein kleines Podiumsgespräch führen über Themen wie weiterbauen in dieser europäischen Stadt, vielleicht auch rückbauen in dieser europäische Stadt, als Sie bezeichnet haben, als Wundenheile. Sie haben ja sehr selbstverständlich von europäischer Stadt gesprochen. Aber was heißt das? Und vielleicht darf ich ganz kurz zusammenfassen, was einer der besten Kenner auf diesem Gebiet des internationalen Städtevergleichs, der Berliner Stadtforscher Hartmut Häusermann, dazu gesagt hat. Ganz verkürzt, man kann es aber an verschiedenen Stellen nachlesen. Er spricht davon, dass die europäische Stadt dadurch gekennzeichnet ist, also die europäische Stadt im Unterschied zur asiatischen Stadt, zur orientalischen Stadt, zur afrikanischen Stadt, aber auch eben zur US-amerikanischen Stadt, dass die europäische Stadt dadurch geprägt ist, dass in erster Linie eine soziale Organisation darstelle. Das klingt als furchtbar abstrakt, aber Leute, das ist ja schön. Er sagt, die europäische Stadt, und ich glaube, das knüpft auch an Ihre Eingangsüberlegungen an, die europäische Stadt beruht auf dem Modell des Stadtbürgers. Man könnte auch sagen des Citoyens, also des seiner Stadt bewussten Bürgers, der in der Lage ist, der die Neigung hat, aber auch den Willen und die Möglichkeiten aufbringt, die persönlichen Interessen, in welcher Funktion auch immer, mit dem Schicksal der gesamten Stadt in Verbindung zu bringen. Das heißt, die privaten Räume und die öffentlichen Räume, die aber gleich wichtig sind oder zum Teil sogar wichtiger sind, auch Sie haben darauf abgehoben, was öffentlicher Raum in der Stadt bedeutet, dass diese beiden Bereiche in einer Balance stehen. Und im Unterschied dazu, noch verkürzter dargestellt, über Städtebau eine Rolle spielt, der Unterschied zur US-amerikanischen Stadt, vor allem in ihrer Spätphase, sagt Häusermann, spielt in erster Linie als zentrale Kategorie noch das Privateigentum eine Rolle. Das heißt, ab einer gewissen Zeit, vor allem dann nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich die amerikanische Stadt nach ganz harten
Marktgesetzen und Verwertungsmechanismen von Grund und Boden entwickelt. Ich habe da selbst beim zweiwöchigen Aufenthalt 1980 in New York erlebt, mit welcher Schonungslosigkeit auch wunderbare Gebäude eines sehr sachlichen Art und Grund der Architektur der Fifth Avenue abgerissen worden sind, um dann einen viel weniger schönen Schlauchtaler Platz zu machen. Und jetzt komme ich vielleicht zu dem Punkt, der uns zu den ersten gemeinsamen Überlegungen führen kann. Häusermann sagt, über das hinaus, sozusagen als Überbau über diese Stadtstruktur, gibt es auch den großen Unterschied, das heißt den Anteil an einer gemeinsam bestrittenen und auch gemeinsam durch die öffentliche Hand finanzierten Stadtkultur. Frage, können Sie damit einhergehen, was ein Stadtforscher wie Häusermann sagt, wäre also auch das für Sie als Architekt, wenn er so skizziert, die europäische Stadt als soziale Organisation, Unterbeteiligung der Bürger, ist das auch eine Aussicht, dass wir in einem guten Sinne an den Städten in Europa weiterbauen können? Ich beschäftige mich ja hauptsächlich mit öffentlichen Räumen, weil für mich Stadt eigentlich immer dann entsteht oder wirkt, städtisches Leben, wenn es öffentlich ist und lebendig ist. Also Städte, die nur aus Wohnbauten bestehen und aus Arbeitsstätten bestehen und dazwischen gibt es nur die Verkehrswege dazwischen, das sind viele amerikanische Städte, denen fehlen einfach die öffentlichen Räume. Die Gestalt, wie wird ein Raum öffentlich? Er wird ja nicht dadurch öffentlich, dass man ihn zum öffentlichen Raum erklärt. Nicht? Er wird auch nicht dadurch öffentlich, dass man ihm, sagen wir mal, dem Privatkapital mehr entzieht und zu einer öffentlichen Pflege überantwortet. Ich sehe es ganz direkt und vielleicht naiv, aber ich erlebe es so. Für mich ist immer dann öffentlicher Raum, wenn der Außenraum zum Innenraum wird. Wenn es gelingt, Außenräume so zu gestalten, dass man sie wie Innenräume erlebt. Dabei ist eigentlich auch ganz wichtig, Sie haben vielleicht gesehen, dass in keinem meiner Entwürfe, was jetzt Plätze und Situationen betrifft, es Passagen gibt. Ja? Diese amerikanischen Malls, die einfach versuchen, sozusagen diesen öffentlichen Raum... Hervorragende Beispiele für europäische Passagen, sozusagen auch da wieder die Qualität des alten Europas, die Galleria in Mailand etwa oder auch die in Neapel. Ja, die waren aber auch eben völlig offen. Ja? Es gibt heute kaum noch moderne offene Passagen, da ist immer vorne eine Tür und ein Wächter auch noch. Und es sind reine Shopping-Malls eigentlich, nicht? Also, und sie haben auch keinen städtebaulichen Maßstab. Die meisten Passagen sind höchstens zweigeschossig, weil man darüber nichts mehr verkaufen kann. Ja? Die Mailänder Passage ist so groß wie eine Kirche oder wie eine Kathedrale. Nein, ich will auf den Punkt raus, dass das Entscheidende, finde ich, für das Funktionieren eines städtischen Lebens ist, dass der Freiraum als öffentlicher Raum bewohnbar ist, nicht? Dass man gerne draußen ist. Dass man, und das hat nicht nur was mit Nutzungen und Sozialverhältnissen zu tun, das hat auch vor allem was damit zu tun, dass die Architektur, und das ist mein Thema, dass die städtebaulichen Lösungen und dass die architektonischen Ausformungen einen öffentlichen Charakter haben und auch einen Charakter haben, der in dem Sinne eben den Außenraum zum Innenraum macht, dass er atmet, nicht? Dass dort einfach ein inspirierter städtischer Geist lebt. Ja? Wir reden jetzt von Architektur. Ja? Also nur aus der Architektur heraus. Das ist wahnsinnig schwierig geworden für die moderne Architektur. Sozusagen baulichen Seele. Von der baulichen Seele, ja. Das ist sehr schwierig geworden. Ich meine, deswegen gibt es ja auch, sind die besten Bauten im 20. Jahrhundert Skulpturen eigentlich weitgehend, weil da kann sich, das ist auch ein bisschen tragisch, da kann sich die Architektur entsprechend ausdrücken. Es fehlen alle Dekorationsformen. Ich meine, ich will dem gar nicht das Wort reden, aber was wäre der Markusplatz ohne seine Säulchen und Kapitelle und so weiter und so weiter? Und alle diese Plätze, ich selber bin, das kann man ja sehen, werde immer mehr zum radikalen Minimalisten. Also da gibt es überhaupt kein Dekor mehr und es wird immer strenger.
Umso schwieriger wird es, aber auch umso wichtiger, diesen Gebäuden jetzt durch andere Eigenschaften öffentlichen Charakter einzugeben. Nicht? Das sind städtebauliche, deswegen beschäftige ich mich so viel mit Stadtbaugeschichte und suche immer nach den Stellen, wo eine Architektur, die eigentlich aus sich heraus jetzt in vielen Ausdrucksformen nicht mehr städtischen Raum bilden kann, wo sie mit anderen Mitteln, bei mir sind es oft historische Bezüge, ja, und verblüffende Wendungen und Verbindungen, die man vorher vielleicht nicht so gesehen hat, eben doch ganz Stadtbausteine werden und Teile der Stadt werden, einfach weil sie so möglichst richtig sind und möglichst logisch sind. Weil sonst weicht man auf eine Ansammlung, wie es ja heute eigentlich auch ist, auf eine Ansammlung von interessanten skulpturalen Gebilden, die aber doch immer eigentlich einen Solitärcharakter haben. Das heißt, deren Umraum niemals Innenraum werden kann, sondern Außenraum bleibt. Nicht? Also wenn Sie, es ist zwar sehr schön, nehmen wir jetzt nur ein wirklich gutes Beispiel, was von außen herum Bilbao, weil ich auch schlecht darüber geredet habe, die Skulptur ist eine fantastische Skulptur, aber es ist nicht, der Raum drumherum bleibt Außenraum. Man weiß auch gar nicht, was man da drumherum bauen sollte, dass das Stadt wird. Nicht? Also in dem Punkt bin ich Ihnen vollkommen einig und es erinnert mich auch an eine Bemerkung von dem Stadtbaulehrer Martin Steinmann, der Lausanne unterrichtet, der ja auch versucht hat, diese Gedanken der traditionellen europäischen Stadt, ohne dass sie sozusagen nostalgisch wird, in Erinnerung zu rufen, wo er also auch dann sagte, die Städte haben auch insofern eine Balance verloren, als alles mehr oder minder gleich sensationell, gleich aufregend geworden ist oder werden soll. Man muss immer noch differenzieren, sagt er, das ist ganz wichtig in der heutigen Stadt mit ihrer vielen Reklame und allen Nebendekorationen, die ja vom Verkehrszeichen angefangen auch den öffentlichen Raum beherrschen. Es ist wichtig, dass sozusagen das Fleisch der wichtigen Monumente, also eines Museums, einer Kirche, eines Rathauses, eines sonstigen öffentlichen Gebäudes, von einem Speck von relativ gleichmäßiger Bebauung umgeben ist. Meine Frage ist aber eine andere als Sie. Sie brauchen ja Partner als Architekten und Planer. Und es wird auch nicht ganz bei solchen städtebaulichen Vorhaben ohne einen politischen Willen geben. Und was bei Ihnen gelungen ist, das hängt ja auch immer wieder oder hat zusammengehangen mit einem politischen Willen. Zum anderen muss es Investoren geben. Wie gehen Sie in Gesprächen, ob es nun öffentliche oder private Bauherren sind, wie gehen Sie mit Investoren um sie von den Qualitäten der europäischen Stadt, wie Sie sie auch schon zum Teil in Stücken haben verwirklichen können, überzeugen? Ja, also wenn ich mit Bauherren oder potenziellen Bauherren, seien sie Investoren, seien sie öffentliche Bauherren zu tun habe, drücke ich mich ihnen gegenüber durch meine Entwürfe aus. Ja? Es ist natürlich so, dass solche übergreifenden Gedanken immer schwieriger werden durchzusetzen. Ich habe ja da auch wahnsinnig viel Glück gehabt in der letzten Zeit. Immer schwieriger werden. Ich bin in München lange daran gescheitert. Nehmen Sie den Altstadtring, nehmen Sie das Hofgartenprojekt, dass es sehr unterschiedliche Besitzverhältnisse gab, öffentliche wie private. Ein Riesenkonflikt in München war auch der Konflikt zwischen der Stadt München und dem Freistaat Bayern. Also man hat sich, keiner hat dem anderen getraut, hing natürlich auch mit den politischen Farben zusammen. Jeder hat dem anderen misstraut. Man hat nie wirklich ernsthaft miteinander geplant, sondern immer irgendwie gegeneinander geplant. Und solche großen Zusammenhänge können natürlich nur im Miteinander entstehen. Man hat mir damals immer gesagt, also ich wäre völlig aus dem falschen Jahrhundert, also ohne König Ludwig kann man sowas überhaupt nicht mehr machen. Ja? Aber es gibt dann doch große Wettbewerbe, wo es geht. Es ist für mich auch ein bisschen, ich will nicht sagen tragisch, aber irgendwie schon, dass ich gemerkt habe, dass man die städtebaulichen Zusammenhänge, wie sie etwa das Hofgartenensemble darstellt, überhaupt nicht mehr umsetzen kann in unserer Zeit. Also ich halte das Hofgartenensemble, meinen Entwurf, für meine beste Arbeit. Ich stelle die noch über die Pinakothek, ich meine, sie ist nur ein Entwurf, ja, also, aber über die Pinakothek und den Bundestag. Aber es ist, weil sie eine viel größere Differenziertheit noch hat, ich bin ja fast gezwungen worden, große Wettbewerbe mitzumachen für riesige Gebäude, um dann wenigstens, wenn ich die gewinne, dann mit diesen Gebäuden Städtebau zu machen. Erst dann, also Bundestag. Ich konnte natürlich, nachdem ich das Paul-Löbe-Haus gewonnen hatte, den Bundestag sehr leicht überzeugen, dass es städtebaulich einfach zwingend ist, sofort den Spreesprung zu machen und auf die andere Seite zu gehen.
Es hängt allerdings von den Partnern ab. Also wenn da nicht so erfahrene Leute gewesen wären wie Rita Süssmuth und Peter Conradi, die halt schon praktisch 20 Jahre Bonn-Baugeschichte maßgeblich auf dem Buckel hatten, ja, dann wäre das nicht gelungen. Die haben natürlich sofort kapiert, was das eigentlich bedeutet, dass man das macht, und die haben das dann auch sofort aufgegriffen und durchgesetzt. Die Verwaltungsbeamten und die Beamten der Bundesbaugesellschaft und die alle, die fanden das ganz furchtbar. Die haben mir gesagt, da müssen wir ja eine Brücke bauen, die kostet ja nochmal Geld. Ja. Und sonst die Chance zu sehen. Das ist schwierig. Also das weiß ich auch nicht, wie es gelingt. Übrigens aus diesem Grunde ist es so wahnsinnig wichtig, dass man so viel wie möglich alte Substanz bewahrt. Das ist ja ein Kennzeichen aller gelungenen Städte, gerade wenn es im Dialog von Alt und Neu, also das Beispiel Ingolstadt ist ein ganz kleines dafür, aber der ganze Witz dieses Kontrastes, ja, des Wolkenbügels über die Donau, wär ja weg, wenn er nicht Teil des Bastionsringes wäre, in seiner völligen unerwarteten Umdeutung dieses Ringes. Ohne den Bastionsring ist das nur eine Formel. Ja, eine Formel der Moderne vielleicht, aber ohne einen tieferen Zusammenhang. Das gilt im Kleinen wie im Großen. Ja. Deswegen plädiere ich ja auch für den Wiederaufbau der Schlossfassaden von Schlüter. Ja. Sind Sie nicht traurig, Sie werden nicht den heutigen Donaukurier gelesen haben. Seit heute ist das Museum ganz beerdigt, das haben wir als eine Sammlung zurückgezogen. So, jetzt zum Schluss. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Ich meine, die haben halt. Sie sollen nicht traurig sein. Sie haben so lange diskutiert, ob man meinen Entwurf realisieren möchte oder nicht, bis die kommunalen Finanzen im Keller waren. Ja? Das ist trotzdem traurig. Jetzt kriegen Sie noch nicht mal ein Museum. Es wäre ja immer schön gewesen, wenn Sie überhaupt eins bekommen hätten. Ja. Das, so geht es halt. Zum Stadtschloss. Deswegen, das wurde auch lange Zeit nicht verstanden und wird vielleicht, deswegen möchte ich noch was dazu sagen, auch hier in dem Kreis nicht ganz verstanden, wieso ich so für den Wiederaufbau der Schlüterfassaden plädiere. Inzwischen sitze ich ja zwischen allen Stühlen, weil inzwischen die Kommission den Wiederaufbau des Schlosses beschlossen hat. Und jetzt alle die das schon immer machen wollten, jetzt natürlich versuchen, das Schloss in relativ historischer Form wieder aufzubauen. Also von wegen Nichtbebauung der vierten Fassade, Öffnung nach Osten, das ist ja ein ganz netter städtebaulicher Gedanke, aber kostet... Das ist Zukunftsmusik angesichts dieser öffentlichen Finanzen. Ja, also jetzt... Jetzt reden Sie doch nicht so wie ein Journalist. Der Herr Joffe hat mir neulich auch gesagt, wir können doch jetzt nicht über das Schloss reden angesichts der öffentlichen Finanzen. Ja? Das ist ein Thema für die nächsten 50 Jahre. Und da müssen wir jetzt drüber nachdenken, was in 10 Jahren gebaut wird. Hier geht es sich im Pro und Contra. Ich habe nur eine Frage an Sie gerichtet, ob Sie das dennoch für möglich halten. Nein, ich muss doch sehr langfristig denken. Und manchmal setzen sich so Besitzstände auch in den Köpfen fest, wie zum Beispiel eben die verwertbare Fläche des alten Renaissance-Schlosses, die ja man ja eigentlich nicht wieder aufbauen will, aber die man natürlich schon längst sozusagen durchkalkuliert hat. Und der städtebauliche Gedanke, die Öffnung in die Mitte der Stadt hinein, die kostet sehr viel verwertbare kommerzielle Fläche. Nicht? Das ist ganz, ganz banal. Und übrigens hat in München, haben viele das lange nicht gewusst, ich auch nicht, und nicht kapiert, dass der Verzicht auf die Seitenflügel der Staatskanzlei, also die Halbierung der Fläche der Bebauung des Hofgartens in einem Geheimvertrag zwischen der Stadt München und dem Freistaat Bayern zulasten des Marstallplatzes damals vollzogen wurde. Das Baurecht, was am Hofgarten verzichtet wurde, wird jetzt am Marstallplatz nachträglich gebaut. Das Ergebnis werden wir bald sehen. Da ist doppelt so viel Baurecht drauf, als je städtebaulich verträglich gewesen wäre. Ja? Und ein ähnliches Problem wird sich jetzt beim Schloss ergeben. Nicht? Das Ding ist durch. Mir ging es um was anderes. Mir ging es vor allem um den städtebaulichen Gedanken, und das wollte ich jetzt sagen. Den Wiederaufbau der Schlüterfassaden als Teile der Stadt. Nicht so sehr als Teile des Schlosses. Nicht? Also ich wäre da sehr radikal. Ich würde die wie Skulpturen freistehend wieder aufbauen als Stadtelement, um diese Umkehrung überhaupt erkennbar werden zu lassen. Und dann da hinein, das ist übrigens auch eigentlich Beschlusslage, nur wie radikal setzt man es durch, ein ganz modernes Gebäude zu bauen. Es soll ja wieder Louvre sozusagen auch Museum werden jetzt. Nicht?
Ich habe deswegen auch das Louvre-Beispiel gebracht, weil es eigentlich ein ganz verblüffendes, eine verblüffende Analogien hat in einzelnen Teilen und zeigt, wie entscheidend so eine Umdrehung eines Baugedankens, nicht? Der Louvre ist mehrmals umgedreht worden und hat sich am Schluss erst nach vielen hundert Jahren eben auf den Tuileriengarten und die Champs-Élysées geöffnet und bis zur La Défense hin nicht und hat diese Riesenentwicklung. Das ist doch eigentlich großartig. Aber es wird wahnsinnig schwer sein, solche Gedanken durchzusetzen. Und ganz besonders, wenn also viele Beteiligte da sind und es eben ja, es gibt keinen König gibt. Ich musste zum Beispiel, als ich in Dresden 1990 die Ringstraße vorschlug, ja, da hat Gerkan sofort gelacht und hat gesagt, Sie zeichnen da ja so, als gäbe es August den Starken noch. Ja? Dann wurde die Ringstraße das Kernstück meines Leitbildentwurfs, Stadtratsbeschluss, Bebauungsplan, Beschluss, nicht? Und die Ringstraße ist heute Bebauungsplan, den ich gezeichnet habe. Wobei ich das Argument von Gerkan gar nicht verstehe. Wieso? Ja, er hat nicht daran geglaubt, er hat nicht daran geglaubt, dass man heutzutage überhaupt noch einen übergreifenden Gedanken für die ganze Stadt durchsetzen kann. Ja? Mhm. In China versucht das jetzt ja. Mal sehen, was daraus wird. Aber nochmal ja, zurück zu Ihrer Bemerkung. Mit Ludwig I. hätte man vielleicht mehr geschafft. Vielleicht mit ihm, aber auch nicht alle haben es mit ihm ja gut unbedingt können. Mehr oder weniger autokratisch. Na, ich glaube ja nach wie vor. Ist der Präsident Strauß mit seinem Chef, Kanzleichef Stoiber aufgeführt? Ich und Brechen. Dieses Gebäude durchführen wollte. Also aber nehmen Sie doch, die Pinakothek ist doch ein gutes Beispiel. Der Masterplan setzt sich ja durch. Ich meine, das Brandhorst-Museum wird zwar nicht so toll, wie wenn es Zaha Hadid gemacht hätte. Die hat ja auf eine geniale Weise wirklich meinen Rahmengedanken aufgenommen, außen ein ganz strenges, schmales Gebäude gebaut, was wirklich rahmend ist, ja, für das, was dann kommt, und innen eine Explosion an Räumen geschaffen, nicht? Aber das war dem Brandhorst dann vielleicht schon wieder zu exaltiert. Und, aber es ist möglich. Also ich glaube am Ende doch, und die Beispiele zeigen es ja auch, manches davon ist ja auch realisiert worden und anderes, denke ich, wird realisiert, dass anstelle des Königs müssen heute Argumente treten. Das ist ein schönes Wort. Hoffen wir, dass es auch, wenn es denn mal zu diesem Schloss kommt, so kommt, wie Sie es vorschlagen. Das fand ich jetzt schon faszinierend. Und also jetzt nicht nur eine verblüffende Idee, sondern ich glaube, die hätte auch Tragfähigkeiten, die verbindet sich mit einem ganz wichtigen Begriff in der Städtebaudiskussion. Dass wir eben also auch wegkommen von diesem sich weiterhin wie ein Brei in welche Ebene oder welche Hügel auch immer ausbreiten, Städte wegkommen, Innenentwicklung. Das heißt, vielen auch Stadtbürgern ist ja, und auch Politikern und wahrscheinlich auch Beamten und Ministern ist ja nicht bewusst, was man doch alles im Sinne einer Ausschöpfung von Flächen und auch Raumressourcen in der Stadt noch machen könnte. Also es gibt ja kleine Beispiele dafür, was auch gelungen ist, wie so oft zitiert mit dem Vöfel München, auch natürlich ganz wichtig mit dieser Mischung an Nutzung hier durch die Kunsthalle oder in Innsbruck, jetzt die Rathausgalerien. Das ist in München nur deshalb möglich, weil München sehr weit entwickelt ist, weil München ein sehr kleines Stadtgebiet hat, weil alle Ränder schon verbaut sind. Dann wird sowas möglich. In Dresden zum Beispiel war nach 1990 es überhaupt nicht durchsetzbar, dass die wichtigen neuen Kaufhäuser in die Innenstadt gebaut werden. Die stehen jetzt alle auf der grünen Wiese irgendwo außen herum, ganz schlicht deshalb, weil man damals dort ohne Bebauungsplan frei schnell sowas bauen konnte und die Leute mit den Autos hinfahren konnten. Also alle Fehler des Westens wurden wiederholt. Ja, dann später waren sie auch verstopft. Ja. Also diese breiten Straßen, die ich gezeigt habe, die waren 1990 noch völlig leer und dann sehr schnell sehr verstopft. Aber die Innenstadt von Dresden leidet heute darunter am allerschlimmsten. Dresden hat ja das geringste Innenwachstum aller deutschen Städte. Man hat alles nach außen gelagert. Man hatte auch keine Lust, sich diesen Planungsprozessen zu unterwerfen. Ich meine, so ein Konzept mit Leitbild und Bebauungsplänen, das dauert ja immer ein paar Jahre, nicht? Es musste ganz, ganz schnell gehen. Und wenn irgendwo eine freie Wiese war am Stadtrand, wurde da sofort ein riesiges Outlet-Center oder ein Supermarkt oder sonst was gebaut, nicht? Und während das Dekret August des Starken, dass die Hügel über Dresden nicht bebaut werden dürften, um die Durchlüftung dieses Tals zu gewährleisten. Das wurde bis 1990 eingehalten. Ab 1990 werden die Hügel bebaut.
Ja? Also das ist eine ganz zweischneidige Geschichte. Wir haben auf der einen Seite haben wir einen wunderbaren Leitbild- und Bebauungsplanentwicklung in der Dresdner Innenstadt gehabt, aber gleichzeitig wurde draußen die Landschaft zerstört. Und jetzt ist kein Druck mehr da und es wird nichts von dem gebaut. Die Ringstraße, der Georgplatz, das ist alles auf dem Papier. Es wird nichts gebaut. Es gibt keinen Investor, der in der Innenstadt von Dresden bauen möchte. Also auch ein falscher politischer Wille, der da leider dann Städtebauer zum Ausdruck kommt. Das war in diesem Fall König Biedenkopf. König, sehen Sie den König Biedenkopf? Ja. Sie haben vorhin gesagt, Sie säßen... Wir sollten uns dem Publikum öffnen. Das Publikum möchte fragen. Ja, gerne. Verzeihen Sie die Intensität dieses Gesprächs. Wir hätten noch viel zu bereden, aber bitte fragen wir wohl. Einverstanden? Ja, natürlich. Den wollte ich eigentlich nicht, aber ich bin dafür gebeten worden. Also ich habe einen sehr mich beeindruckenden Vortrag von Ihnen gehört. Und da ging es darum, dass alle Honoratioren irgendwie in einem Zusammenhang der städtebaulichen Entwicklung oder sonst was geehrt würden. Und da gibt es in der Pinakothek der Moderne so eine schöne Tafel und da haben sie ganz fein darauf rekurriert, dass ihr Vater darauf nicht genannt wurde. Das hat mich sehr beeindruckt in dem Sinne, ich kenne die Story nicht, ich komme auch nicht aus München, von meinem Akzent kann man vielleicht ableiten, dass ich aus Norddeutschland komme. Null und never. Aber etwas hat mich begleitet, nachdem Sie das gesagt haben, dass es etwas zu tun hat mit Abschneiden der Wurzeln. Und das ist etwas, was mich betrifft, also oder generell uns alle sollte betreffen müssen. Egal, welche wunderbaren Bauwerke wir irgendwo erreichen, hinzustellen, dass es uns möglich ist, durch fantastische Ideen, die dann irgendwelche Architekten, sei das nun Herr Braunfels oder der Vater oder sonst wie, möglich machen, dass die Wurzeln gekappt sind und das ist unsere heute, was ist? Wunderbar. Die Frage ist ganz einfach. Jetzt muss ich ein bisschen Luft holen. Stefan Braunfels hat rekurriert auf den Aachener Dom. Und vor dem Aachener Dom gibt es auch so eine komische Skulptur. Die hat etwas mit Stefan dem Gesteinigten zu tun. Egal. Ich stelle jetzt dir einfach die Frage. Haben die heutigen Bauwerke nicht etwas, wenn sie schon rekurrieren auf die Wurzeln, die die Väter gelegt haben und die Söhne vielleicht nicht so ganz wahrnehmen können, damit zu tun, dass wir den Kindern keine Wurzeln erlauben, weil wir den Boden ihnen nicht bereiten? Kurios, okay. Bitte. Ist verstanden? Können Sie nochmal zusammenfassen? Das ist nicht leicht zu verstehen als Frage, das ist schon wahr. Ich habe es nicht ganz verstanden. Können Sie es nochmal, worum es ging? Soll ich jetzt die Frage zusammenfassen? Ja. Hat die Qualität von Bauwerken damit zu tun, dass die Väter sich etwas ausdenken und ihren Söhnen geben und dass die genau wahrnehmen, was es ist, was sie keine Wurzeln haben? So habe ich das verstanden. Ich war mir jetzt wirklich nicht lustig. Also, Sie haben offenbar meine Künstlerrede zum Aschermittwoch der Künstler gehört, wo ich an meinen Vater erinnert hat, dessen Todestag das auch noch zufälligerweise gerade war, und darauf hingewiesen habe, dass wie viel und an Beispielen gezeigt habe, Teile davon habe ich heute auch gezeigt, wie viel die Pinakothek der Moderne meinem Vater zu verdanken hat. Das heißt, wie sehr ich geprägt wurde in meiner Kindheit, das habe ich ja heute auch ausgeführt, in Dingen, die mir damals gar nicht so bewusst waren, die dann später unter anderem auch und besonders in der Pinakothek der Moderne Ausdruck gefunden haben.
Aber die Frage habe ich trotzdem nicht verstanden. Aber ich glaube, Sie haben sich schon in den ersten Sätzen Ihres Vortrags beantwortet. Also beantworten Sie sie doch für mich. Beantworten Sie sie für mich. Ja. Wir sind aber gern bereit, noch weitere Fragen zu beantworten. Ja, bitte. Ich bin auch gerne bereit, nicht danke. Bitte, Herr in der Mitte. Die moderne Stadt muss mit Leben erfüllt sein. Und dazu brauchen wir Menschen. Und es war in Ihrem Vortrag, habe ich eigentlich vermisst, dass über Wohnungsbau nichts gesprochen wurde. Ich sehe das Problem, ich gehe mal hier auf Münden, dass Städtebau von den Juristen gemacht wird. Die sehen nur Baulinien und keine Häuser. Und der Architekt ist nur der Erfüllungsgehilfe vom Bauherrn. Und bei den hohen Bodenpreisen ist ein gesunder Wohnungsbau überhaupt nicht mehr möglich. Wie sehen Sie das? Also entschuldigen Sie, dass ich über Wohnungsbau nicht gesprochen habe. Ich habe in den letzten 10 Jahren keine Aufträge mehr bekommen für Wohnungsbauten. Das ist die Kehrseite der Medaille, wenn man Pinakotheken und Bundestagsbauten baut, dann kriegt man keine Aufträge mehr für Wohnungsbauten. Früher hat mich das Thema sehr beschäftigt und Sie haben völlig recht, dass die Bodenpreisfrage eine ganz entscheidende ist, natürlich auch für die Lebensqualität in der Stadt. In München erlebt man das natürlich ganz besonders. Trotzdem denke ich, trotz der wirklich exorbitant hohen Bodenpreise in München und der damit verbundenen Minderung der Qualität vieler Wohnungen, werden immer noch auch in den teuersten Lagen hervorragende Wohnungen gebaut. Ich meine, das Thema Wohnungsbau und Stadt und die Entwicklung des Wohnungsbaus in den letzten 100 Jahren ist so komplex, dass ich da jetzt nicht im Detail so drauf eingehen kann. Ich hätte Ihnen noch 1000 andere Sachen heute sagen können, die einfach, der Vortrag war eh schon viel zu lang. Ich habe mich bewusst konzentriert auf die Dinge, die mir im Moment in der Stadt und spezifisch in diesen 3 Städten die Kernfragen und in den letzten 20 Jahren, in denen ich mich damit beschäftigt habe, die Kernfragen der Innenstadtentwicklung. Nicht? Ich beschäftige mich allerdings auch weitestgehend nur mit Innenstadtentwicklungen in großen europäischen Städten. Das hat vielleicht auch was mit meiner sozusagen meinem geistigen Aufwachsen in den toskanischen Städten zu tun. Die sind ja dann auch nicht mehr weitergewachsen. Ja, danke schön, Herr Braunfels. Gibt es noch Fragen? Ich sehe keine. Doch. Ja. Muss ich da irgendwas einschalten? Nee, gut. Können Sie vielleicht ein paar Worte sagen zu dem Sichtbeton, den zum Beispiel jetzt die Pinakothek der Moderne außen hat, was das bei Ihnen für Wurzeln hat, wie Sie da drauf kamen und dieser leichten Diskrepanz, die ich noch nicht so ganz durchblickt habe, zwischen dem Außen und dem Innen der Pinakothek? Also mir ist es ja auch ein paar Mal passiert, dass ich mit dem Taxi an der Pinakothek der Moderne vorbeifuhr und der Taxifahrer meinte, wann machen Sie denn da jetzt endlich eine gescheite Fassade dran? Der Bau ist ja immer noch nicht fertig. Und da wurde mir, in Berlin ging es mir ähnlich, klar, dass offenbar doch für breite Schichten Beton nicht ein unfertiges Material ist und schon gar kein Außenmaterial. Es ist vielleicht für viele auch ein Konflikt, gerade bei repräsentativen, großen öffentlichen Bauten, statt Marmor oder ich weiß nicht was, jetzt diesen scheinbar minderen Werkstoffbeton zu sehen. Das hat nur eine lange Tradition. Und wenn ich bei der Pinakothek der Moderne, wie auch beim Bundestagsbau, wie auch in Ingolstadt, eigentlich bei allen Bauten, ich habe jetzt gerade 2 neue Projekte in der Neuen Straße in Ulm, 2 Wettbewerbe gewonnen, wo ich auch zwischen das Renaissance-Rathaus und das Münster jetzt Gebäude in Sichtbeton stelle, was in so einer kleinen Stadt sicher noch viel heikler ist und viel tiefteliger ist als in diesen großen Zusammenhängen wie in München oder gar in Berlin, dann
hat das damit zu tun, dass ich einfach dieses Material über alles liebe in seiner Authentizität. Ja? Also es ist eben etwas, nur ein Gebäude aus Beton entwickelt sich von innen nach außen organisch sichtbar, so dass man es erleben kann. Ich empfinde es so, dass man sozusagen die Knochen des Gebäudes durch die Haut durchspürt, weil die Haut einfach nicht geschminkt ist. Ich kann im Grunde vorgehängte Natursteinplatten überhaupt nicht mehr ausstehen, ja, oder vorgehängte Blechplatten. Alles, was Verkleidung ist, alles, was außen davor gesetzt ist, was man wegnehmen kann, wieder zufügen kann, das ist für mich, für ein Gebäude, was sozusagen stark in sich stehen soll, schwer möglich. Und das hat gerade bei der Pinakothek eben dazu geführt, auch, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, dass am Schluss nach vielen Überlegungen, alle Materialien haben wir durchdiskutiert, ein reiner Sichtbetonbau von außen zumindest die einzige Lösung erschien. Es ist das einzige Material, mit dem die Stützen und die auskragenden Dächer und die Wände im gleichen Material gebaut werden können. Schauen Sie sich Gebäude an, wo die Stützen aus Stahl, die Dächer aus Beton und die Wände verputzt sind. Das Gebäude fällt dann völlig auseinander. In Ziegel einheitlich kann man es sowieso nicht machen. Man müsste die Stützen mit Ziegeltapeten verkleiden oder so schlanke Stützen kann man ja aus Ziegel gar nicht bauen. Oder die Wände sind, oder an den Decken, das macht man heute oft, können Sie jetzt in Hamburg ständig sehen. Ja, in Hamburg werden jetzt so auskrankte Dächer unten mit Ziegel beklebt. Ja. Jeder weiß, dass das nicht tektonisch gedacht ist, dass das runterfallen, konstruktiv unehrlich ist, dass das runterfallen muss. Dazu kommt, dass ich bei der Pinakothek, wie auch beim Bundestagsbau, das Ganze wie eine große begehbare Skulptur empfinde, die aus einem Guss ist, die aus einem Material sein soll. Wenn nun, anders als beim Bundestagsbau, die Pinakothek innen weiß und verputzt ist, so hatte das zunächst den Grund, dass eine reine Sichtbetonskulptur im Inneren bei einem solchen Gebäude technisch und kostenmäßig überhaupt nicht machbar gewesen wäre. Die Pinakothek ist vielleicht im Moment das technisch raffiniertest ausgestattete Museum der Welt. Das wird oft verkannt, und weil man es nicht sieht. Da bin ich natürlich besonders stolz drauf, dass man es nicht sieht. Alles Technische ist weg. Ja? Also während beim Centre Pompidou man denkt, das ist ein Hightech-Gebäude, ist es das im Inneren gar nicht mehr. Die Pinakothek, da sehen Sie keine Technik, es ist aber ein Hightech-Gebäude. Das alles in Sichtbeton sozusagen einzubauen, das wäre nicht nur kostenmäßig, das wäre auch handwerklich wahrscheinlich kaum gelungen. So haben wir dann darauf verzichtet, zumal die Qualität des Sichtbetons im Inneren von so superber Art sein muss, wie wir es ja dann auch außen kaum geschafft haben, dass das nicht durchzuhalten gewesen wäre. Da ist der Bundestagsbau innen, diese Halle, die hat kaum Technik, also die ist eigentlich ganz simpel, aber wenn Sie so eine Klimaanlage haben und so ein Sicherheitssystem wie in der Pinakothek der Moderne, ist es eigentlich möglich. Ich empfinde heute das aber nicht unbedingt als Bruch zwischen innen und außen. Ich habe ja versucht, durch die beiden Vorhallen, also den Wintergarten und die Nordlodger, den Beton in das Gebäude hineinzuführen, um den Gedanken des Durchdringens von innen und außen zumindest an der entscheidenden Stelle, nämlich der Schwelle, noch einmal zu zeigen. Das sind sozusagen lodgenartige Halbaußen-, Halbinnenräume, und dann kommt man ins Innere rein, und ich muss sagen, die skulpturalen und Durchblicks- und Licht- und Schattenwirkungen, die das Gebäude im Inneren hat, sind ja so reichhaltig, dass die Steigerungsstufe, dass das Ganze jetzt auch noch sozusagen gegossen ist und wunderbarer Beton ist, es eigentlich nicht mehr braucht. Es wäre eine Steigerung, aber wahrscheinlich auch eine Utopie. Denn so guten Beton, wie man dann im Inneren wirklich machen muss, habe ich auf der Welt nur 2-3 Mal gesehen, und das sind sicher Glücksfälle, und nirgendwo in Deutschland. Da musste ich auch sozusagen Lehrgeld bezahlen, wie schwierig das ist in Deutschland bei öffentlichen Großbauten, wo ja immer der Billigste, nicht der Beste, den Auftrag kriegt, diese Sichtbetonqualität herzustellen. Ich bleibe aber beim Sichtbeton, ich sagte es gerade, ich werde es jetzt in Ulm auch wieder versuchen, weil es einfach das Material ist, mit dem ich diese von innen heraus ganzheitlich atmenden, etwas skulpturaleren, wenn auch geometrisch skulpturaleren Gebäude mir einzig vorstellen kann. Meine Damen und Herren, die Reihen haben sich schon etwas gelichtet, deswegen bitte ich um Verständnis, dass ich nach über 2 Stunden diesen Abend schließe.
Ich bin überzeugt, dass Sie die stadthistorischen Erläuterungen und städtebauliche Entwürfe von Herrn Brafes überzeugt haben. Vielleicht haben Ihnen auch noch einiges an Informationen geben können zum Charakter der europäischen Stadt und den Möglichkeiten eines Weiterbauens. Wir beide, Stefan Braunsfels und ich, danken der Hubert-Botha-Stiftung dafür, dass er diesen Abend ermöglicht hat. Wir danken Ihnen für das Interesse und wünschen zusammen